Nice Art Lectures, Night Art Talks, die wir dieses Jahr ins Leben gerufen haben unter unserer Crowdfunding-Initiative. Der Professor Lüthi, Schweizer, seines Zeichens in Berlin lebend, hat uns während des Crowdfundings aus Berlin unterstützt mit sehr spannenden kurzen Vorträgen, die man alle in YouTube noch sehen kann und sich zu Gemüte führen. Also er hat uns damals unterstützt mit interessanten kunstwissenschaftlichen Vorträgen. Und damals ist die gemeinsame Idee entstanden, dass wir aus Gründen der Vermittlung zwischen den hier anwesenden Künstlern am Hause und dem Publikum aus der Region uns mit kunstwissenschaftlichen Fragestellungen beschäftigen wollen, die vielleicht beide Seiten interessieren, sowohl die Fachwelt als auch die Zuschauer oder Kunstbeobachter, Betrachter und auch diejenigen, die Kunst herstellen. Und so haben wir dann begonnen im September, Ende August, Anfang September, mit zwei Vorträgen von dir, die man ebenfalls auf YouTube sehen kann. Und letzte Woche hatten wir ja ein Gespräch mit zwei Kunstprofessoren, der ein oder andere war da vielleicht. Einerseits der Professor Bier aus Stuttgart von der dortigen Kunstakademie und Professor Jana Gunstheimer von der Bauhaus-Universität Weimar. Michas Vorträge haben von der Kunstproduktion gehandelt und der Kunst, Kunst zu kommunizieren. Und unser erster gemeinsamer Talk hat deshalb sich auch der Fragestellung oder der großen Themenwelt der Kunstproduktion gewidmet. Und der heutige Talk mit unseren heutigen Gästen, leider sehr männerlastig die Runde, widmet sich heute wiederum der Kunst des Ausstellens. Also wie kommuniziert man Kunst? Ich darf Ihnen jetzt vorstellen, Herrn Dr. Matthias Haldemann, Direktor des Kunsthauses in Zug, seit vielen, vielen Jahren hat er unter seiner Direktion das Kunsthaus Zug wirklich zu schweizweiter, vielleicht auch europäischer Geltung, ist es zu europäischer Geltung gelangt. Also er hat eine sehr intensive, sehr erfolgreiche Arbeit am Kunsthaus Zug, dafür steht er. Und auf der anderen Seite Dr. Dieter Schwarz, seines Zeichens ebenfalls ehemaliger Kunstdirektor. Er hat das Kunstmuseum in Winterthur viele, viele Jahre sehr erfolgreich geleitet und geführt. Beide Herren, deswegen ist jetzt die Vorstellungsrunde meinerseits etwas kurz, stellen sich gerne selber nochmal vor zu Beginn dieser Talkrunde. Das verbindende Element ist Professor Lüthi. Sie sind alle miteinander seit vielen, vielen Jahren eng befreundet, stehen im regen Austausch. Und wer es noch nicht weiß, Michael Lüthi ist Professor für moderne Kunst und kennt sich nicht nur mit der europäischen Kunst der Moderne aus, sondern auch der amerikanischen und der europäischen. Er hat unterrichtet in Weimar lange Zeit, in Berlin, Michael, ne? Anfänglich in Berlin, ja. Genau, und dann jetzt ist er an der Kunstakademie in Stuttgart, hat er eine Professur angetreten unter Covid, oder? Covid-Professur, ja. Jetzt wissen wir nochmal. Ja? Ja. So, und da wir jetzt ja wieder in einem kleinen familiären Kreis uns befinden, viele Gesichter uns bekannt sind, fangen wir jetzt an mit dem Gespräch, aber wir freuen uns natürlich, wenn ihr dann einsteigt, wenn ihr eure Fragen, all das, was ihr schon mal loswerden wolltet, über Kunst, wann ist Kunst überhaupt Kunst, wie stellt man Kunst heute aus im Vergleich zu früher, also all diese Fragen, die man hat, wenn man ein Museum besucht, könnt ihr heute loswerden. Wir sind ja fast unter uns und wir werden euch dann zu einem späteren Zeitpunkt nochmal ermuntern, in die Runde mit einzusteigen. Dann würde ich sagen, beginnen wir jetzt mit der Vorstellung. Herr Dr. Schwarz, wenn Sie gerne möchten. Ja, gerne. Ja? Dr. Schwarz hat etwas Kleines vorbereitet und wir sind ganz Ohr. Ja? Das um das erste Bild bitten. Also sich vorstellen heißt jetzt eigentlich für uns, glaube ich, Matthias Haldemann ist auch der Meinung, wir stellen uns mit unserer Arbeit vor, also nicht biografisch, sondern ein paar Beispiele, die auch gleich dazu dienen, das Thema Kunstausstellen wirklich zu thematisieren. Das erste Bild? Ja. Vor dem Ausstellen kommt die Vorfreude. Das heißt, die Kunstwerke sind ja nicht einfach da, die Kunstwerke müssen ja recherchiert werden.
ausgewählt werden? Muss überhaupt sich für eine Vorstellung machen? Was will man denn überhaupt zeigen in einer Ausstellung? Was heißt das? Was will man zusammensetzen? Ist es ein Künstler? Sind es mehrere? Wie ist das überhaupt? Also es ist, das Ausstellen hat eigentlich immer eine sehr lange Vorgeschichte und die darf man nicht unterschlagen. Diese Vorgeschichte trägt ja wesentlich zu dem visuellen Resultat dazu bei, was am Ende dann herauskommt. Wenn man sich eine Ausstellung vorstellt, dann imaginiert man vielleicht die Räume im Museum oder in der Galerie, wo die Werke hängen werden. Man stellt sich vor, wie würde das zusammengehen, im kleinen Raum dies, im großen Raum das, wie ist die Reihenfolge, wie geht das zusammen, gibt es eine Konklusion am Ende und man beginnt sich das vielleicht auf Papier aufzuzeichnen, manche auch machen Fotos. Es gibt Künstler, und darum habe ich dieses Beispiel gewählt, die das sehr genau nehmen, die nämlich sogar Modelle bauen. Das war das Modell für die Ausstellung von Gerhard Richter 2015 im Kunstmuseum Winterthur. Und Richter stellt es immer so an, dass er für alle Projekte ein Modell im Maßstab 1:50 baut und dann werden die Werke darin montiert. Diese Werke haben auch den Maßstab 1:50 und das ist nun nicht seine Geschichte, es ist so, Richter hat seine Werkverzeichnisse immer so drucken lassen, dass die Bilder im Maßstab 1:50 in den Katalogen erschienen und brauchte sie nämlich einfach auszuschneiden und konnte die Ausstellungen vorbereiten. Und Sie sehen hier die leeren Säle, die drei Säle, die für die Ausstellung gedacht waren. Das Modell einer Skulptur steht schon drin. Rechts der Grundriss, im Hintergrund die Bilder, um die es da geht. Klebstreifen, Markierstift und alles ist da. Die Ausstellung kann entstehen. In diesem Fall war es auch so, dass die Ausstellung tatsächlich so gehängt wurde, wie sie da entworfen wurde in Köln im Atelier zusammen mit mir. Es gab aber einen anderen Fall, als ein sehr namhafter Künstler, die riesige Modelle schickte im Maßstab 1:20, das war ein großer Transport aus den USA. Wir bereiteten alles vor, die Bilder standen am Boden. Der Künstler, das war Ellsworth Kelly, kam an, sagte, oh no. Dieter, can you help me, we have to start again. Das war das Modell, dann an sich war es darum geschehen und wir haben alles nochmals neu gemacht. Das ist nun einmal die triviale Vorgeschichte. Das nächste Bild. Ich kann es auch so machen. Ja. Eine andere Ausstellung, eine Ausstellung von Richard Tuttle 2016. Richard Tuttle bereitete die Ausstellung vor, New Mexico, kaufte sich einen Koffer und setzte die Ausstellung in den Koffer. Und der Koffer kam in Winterthur an. Es war ein Koffer mit 20 Pappstücken drin. Pappstücke, zum Teil etwas bemalt. Und dann kam der Künstler und wir begannen die Ausstellung zu hängen. Und das war nun der entscheidende Moment, was wirklich vollkommen unansehnlich war. Diese Pappstücke, der kleinste, war nur gerade so Daumennagelgröße, gingen auf die Wand. Und in dem Moment wurden sie transformiert von einem Nichts in ein Werk. Etwas wurde plötzlich sichtbar. Ein ganz wichtiger Transformationsprozess, der sofort geschieht, sobald das Werk, diese Stücke mit zwei feinen Nägelchen an der Wand befestigt waren. Nun ist das Nichts. Diese Transformation hat nichts Religiöses, nichts Magisches, nichts Schamanistisches, aber man begreift, dass aus etwas, was etwas in der Welt ist, etwas entsteht, was auch in der Welt ist, aber einer anderen Kategorie angehört. Es ist nun nicht mehr Pappe, die man für irgendwas brauchen kann, es ist keine Dekoration, es ist kein Designding, es ist keine Schautafel, keine Information. Es ist einfach etwas ganz anderes, etwas, was auf alle anderen Kategorien verzichtet. Man kann ex negativo sagen, es ist etwas da, was zu nichts anderem gehört. Es ist eine Sprache da, die man erst lernen muss. Und in diesem Fall waren das 20 Werke, also ein Alphabet, das Alphabet einer anderen Sprache. Man kann das anschauen und versuchen, diese Sprache zu lesen. Und darum geht es, glaube ich. Aber diese Sprache existiert nur, wenn die Dinge zu Werken geworden sind, vom Boden auf die Wand gekommen sind. Das ist der magische oder nicht der magische, das ist der großartige Moment. Es gibt ja nicht nur Wechselausstellungen, es gibt auch die Sammlung des Museums. Und wir dürfen ja nie vergessen, dass wir mindestens so viele Werke aus der Sammlung aufstellen, wie wir in Wechselausstellungen zeigen. Dieses Bild stammt von dem Moment im Jahr 2016, als ich ein Ziel erreicht hatte, nämlich die Sammlungen des Kunstmuseums Winterthur und des Museums Oskar Reinhardt zusammenzuführen. Sammlungen, die eine innere Verwandtschaft hatten, in Teilen mindestens, und in diesem Museum Oskar Reinhardt gegenüber dem Kunstmuseum auszustellen.
Nun, ich habe die Wandfarbe nicht gewählt, die war gegeben. Mit solchen Dingen muss man sich manchmal abfinden. Es hätte auch eine grau gestrichene Wand sein können. Aber was wichtig war, es gab zwei Bilder von Hans von Marais in der Sammlung Oskar Reinhardt. Es gab zwei Bilder von Hans Marais in der Sammlung des Kunstmuseums. Und beide waren für sich etwas verloren. Und jetzt konnten diese vier Bilder zusammengehängt werden und es entstand aus dieser Abfolge, aus diesem Zusammenhängen etwas ganz Neues. Und zwar etwas, was damit zu tun hat mit dem, was, glaube ich, auch hier diskutiert wurde, nämlich mit dieser Evidenz des Kunstwerks. Wenn man ein Bild von Hans von Marais jetzt vielleicht gesehen hat, vielleicht das Bild, man sieht es halt sehr undeutlich hier, das hochrechteckige Bild, dann hätte man sagen können, eine mythologische Szene, vielleicht ein deutscher Böcklin, wer weiß. Hängen nun diese vier Bilder nebeneinander, sieht man ein mythologisches Bild, ein Selbstbildnis, ein Bild, wo der heilige Martin seinen Mantel schenkt und dann schließlich noch ein Bild mit einer seltsamen Szene mit einem Pferd und einer Frau daneben. Und man begreift dann vielleicht, dass es nicht darum geht, um die antike Mythologie, es geht auch nicht um die Religion und den heiligen Martin, es geht auch nicht nur um die Selbstdarstellung, es geht vielleicht um etwas anderes, was man mit malerisch bezeichnen könnte. Also man begreift, es wird evident, dass man Dinge ausschließen kann, dass man Themen ausschließen kann und dass man beginnen kann, diesen Künstler zu lesen. Und das ist die Aufgabe des Hängens in der Sammlung, dass man die Werke so hängen kann, dass Evidenz hergestellt wird, eine Evidenz, die vielleicht nicht im einzelnen Werk drin bereits enthalten ist, aber die aus dem Zusammenfügen sich dann ergeben kann. Und so, denke ich, müsste eine Sammlung gehängt werden. Das war meine kurze Einführung. Man muss ergänzend dazu sagen, dass die Welt sehr gerne ins Kunstmuseum Winterthur kam, dass sie im Laufe ihrer langjährigen Tätigkeit sehr viele Freundschaften geschlossen haben mit Künstlern. Der eben erwähnte Gerhard Richter hat sie, glaube ich, dann auch anlässlich einer großen Doppelausstellung beschenkt, anschließend mit Werken. Also ihre Tätigkeit als Museumsdirektor begleitet, glaube ich, über die viele Jahre sehr, sehr spannende, sehr persönliche Begegnungen mit Künstlern. Das ist, glaube ich, ein Teil ihrer Handschrift und auch eine große, kenntnisreiche Tätigkeit, was den amerikanischen Kunstmarkt angeht. Genau. Ja. Vielleicht kommen wir dann später nochmal drauf. Genau. Herr Dr. Hallemann, wenn Sie mögen, stellen Sie sich doch gerne auch nochmal kurz vor. Dankeschön. Ja, also ich mache hier gerne weiter. Ich kann genau dem zustimmen, was Dieter Schwarz gesagt hat. Bin froh, dass ich das nicht auch nochmal erzählen muss. Vielleicht zunächst mal, ich gehe jetzt mal davon aus, Sie wissen jetzt nicht unbedingt, wie das Kunsthauszug ist. Es ist zunächst mal das Gegenteil von Winterthur, das aus einer reichen Bürgerzeit mit aufgeschlossenem Kunstverstand entsprang, das eine Kontinuität über eine lange Zeit, über Jahrzehnte durchgemacht hat, aus diesem privaten Sammeln ein öffentliches Sammeln wurde, mit kunsthistorischer Kompetenz verbunden, ausgebaut, systematisiert und so weiter. Zug ist eine Kleinstadt eines kleinen Kantons und das jüngste Kunstmuseum der Schweiz gewesen, als es 1990 die Zuger Kunstgesellschaft, ein Verein, der das führt, ein eigenes Haus beziehen konnte. Ich hatte das Glück, damals schon dazu zu kommen, war noch sehr jung, kam aus Basel und die erste Ausstellung nannten wir auf dem Weg zu einer Sammlung. Also ich konnte mich nicht in ein Sammlungsnest setzen, sondern eigentlich in einen leeren White Cube mit einigen wenigen Werken. Das Haus war, obwohl es eigentlich klein ist, damals noch viel zu groß. Und das war eine Behauptung, dass wir in Zug auch eigentlich ein Kunsthaus aufbauen wollen. Und da war dann die Frage, wie macht man das? Und das heißt auch, wie kommt man zum Publikum? Was hat das Museum für einen Ort in der Stadt, in der Region, in der weiteren Umgebung zwischen Luzern, Aarau, Zürich, Winterthur und so weiter? Eine lange Geschichte, die jetzt seit über 30 Jahren dauert. Bevor ich jetzt auf dann einige Ergebnisse
dieser Arbeit komme, möchte ich jetzt eigentlich sehr schön von diesem Bild ausgehen, das ja eigentlich die Vorgeschichte unserer Auffassung des Museumsraumes zeigt, nämlich den Salon des 19. Jahrhunderts. Das sind Tapeten an der Wand, farbig, und die Bilder, die man sieht, sie sind zunächst mal recht dunkel, nicht unbedingt auf Fernwirkung angelegt, sondern aufs Hinschauen, ans Nähertreten und markiert mit goldenen Rahmen, die ganz klar definieren, wo ist die Realität des Raumes, der Institution Museum, und wo beginnt die Realität der Kunst. Und diese Realität der Kunst hat auch mit Illusion zu tun, dass sie mich an einen Ort führt, der nicht hier ist, der wie durch ein Fenster hinter der Wand möglicherweise liegt und dann verfremdet ist, eine bestimmte Stimmung hat und so weiter und so fort. Und jetzt komme ich eigentlich zu meinem Bild. Das ist wieder, nicht mein Bild, das ist Winterthur. Weiter. Ja, ja. Wir gehen jetzt durch Winterthur hindurch. Das alles ist Winterthur. So, und jetzt sind wir nicht in Zug, sondern wir sind in Wien. 1904 in der großen Hodler-Ausstellung. Hodler ist ja zu Hodler geworden in Wien und nicht in der Schweiz. Und er hat hier in der Sezession seine erste große Ausstellung, ist berühmt geworden, hat seine Bilder dorthin verkaufen können. Warum zeige ich das? Das ist eigentlich die Inkunabel des White Cubes. Sie sehen eigentlich leere weiße Wände, keine Tapeten, hoch, hell, aufgeräumt, transparent und so weiter. Die Gegenreaktion auf den Historismus in Wien, auf das höfisch-bürgerliche, muffige, dunkle, düstere, vollgepackte dieser Räume der untergehenden Monarchie. Hier ein Aufbruch, eine Öffnung hin auf das 20. Jahrhundert, auf eine neue Zeit. An der Sezession, an diesem Gebäude von Olbricht steht der Satz, der Zeit ihre Kunst, der Kunst ihre Freiheit. Das war die Losung. Und warum zeige ich das jetzt? Sie sehen, Hodler macht hier etwas Besonderes, vor allem die zwei Bilder an der Stirnseite, Sie sehen, die haben, wenn Sie ganz genau hinschauen, die haben weiße Rahmen. Er hat für die Ausstellung in Wien seine klassischen Goldrahmen demontieren lassen und hat sie durch weiße Rahmen ersetzt. Das heißt, diese weißen Rahmen suchen offenbar die Verbindung zum hohen Weißanteil seiner Gemälde und verbinden sich so gleichzeitig mit den hellen Wänden des Raumes. Also der Rahmen ist nicht mehr eine Grenze, die trennt, wo die Realität, die äußere Realität aufhört und wo jene der Ästhetik, der Malerei beginnt, sondern der Rahmen wird zu einer Brücke, der eine Kontinuität herstellt zwischen der Malerei innerhalb des Rahmens und der ästhetischen Realität des Raumes außerhalb des Rahmens. Also eine Grenze wird transparent oder wird beweglich, elastisch, wird zu einer Verbindung, der Rahmen wird zu einem Gestaltungselement. Ich glaube, hier beginnt etwas ganz Wesentliches, was dann für das 20. Jahrhundert und bis heute prägend ist und dazu führt, dass sowohl Dieter Schwarz wie auch ich in Zug eigentlich selbstverständlich mit weißen Räumen umgehen und weißen Wänden, wir haben es vorhin kurz gesehen. Und das hat für mich dann die Konsequenz gehabt, sie immer mitzubedenken, es gibt, wie Dieter gesagt hat, die Wand und das Werk darauf, aber die Wand ist ein Teil des Raumes und der Raum ist etwas, in dem ich mich als Betrachter befinde. Das heißt, die Kunst beginnt eigentlich, sich mit diesem Raum Schritt für Schritt auseinanderzusetzen. Und ich zeige Ihnen jetzt ein Extrembeispiel eines Künstlers, mit dem ich mich im Moment sehr stark beschäftige, weil wir in anderthalb Jahren über ihn eine große Ausstellung machen wollen. Und er kommt ursprünglich aus Wien und ist in dieser Kultur eigentlich groß geworden, hat dasselbe Alter wie Schiele, kannte Schiele auch sehr gut und heißt Friedrich Kiesler, ging nach New York und hat dort 1942 diesen Raum gestaltet für die Sammlung von Peggy Guggenheim.
Es ist der schiere Gegensatz zum White Cube, den wir vorhin gesehen haben, der Wiener Sezession. Kiesler war Architekt, Theatergestalter, Bühnenbildner, bildender Künstler, Maler, Bildhauer, Möbeldesigner und so weiter. Ganz komplexe Figur. Wir wollen ja jetzt nicht eine Kiesler-Vorlesung halten. Sie sehen ihn übrigens hier links sitzend auf diesem Sessel, den er auch selber gestaltet hat. Das Entscheidende ist jetzt, Sie sehen die Gemälde der Surrealisten, Max Ernst, René Magritte, Delvaux, Miró und so weiter. Sie kommen ohne Rahmen aus. Mehr noch, Kiesler hat nicht nur die Wände gekrümmt, er hat diese merkwürdigen Arme entwickelt, das sind Trägerarme, hat er die genannt, die quasi die Bilder jetzt von der Wand weg in den Raum richten und quasi auf die Betrachtenden zu. Also sie werden buchstäblich gezeigt, vorgezeigt. Das Zeigen des Bildes wird zum Teil des Raumes und wird quasi auch inszeniert für den Blick der Betrachtenden. Diese Betrachtenden, die stehen nicht einfach frontal vor der Wand, sondern die dürfen sich auch setzen. Die Winkel der Bilder sind verschieden. Man kann nach oben blicken, nach unten, frontal, man bewegt sich im Raum. Es gibt sogar Bilder, die auf die Sessel montiert sind und so weiter und so fort. Also, und es gibt ein schönes Zitat von Ed Reinhardt, der diese Ausstellung besucht hat. Und der gesagt hat, der Kiesler habe auf Zauberart das Blickfeld für den Betrachter so umgestaltet, dass Malerei, Skulptur und Raum in ein Kontinuitätsverhältnis gelangen. Wir sind jetzt im Kunsthaus Zug, White Cube haben wir da und ich habe versucht, diese Trägerarme quasi neu zu interpretieren für eine Sammlungsausstellung mit Künstlern, die zum Teil auch Kiesler gekannt haben, Linz Leger, Kurt Seligmann und so weiter und auch neu gemachte Möbel von ihm. Das heißt, die Distanz zwischen Betrachter und Bild wird aufgelöst. Es gibt ein körperlich-visuelles Verhältnis zwischen Betrachter, Bild und Raum, eine Wechselwirkung, eine Korrelation, wie das Kiesler genannt hat. Ich glaube, das sind sehr zeitgemäße Überlegungen, die er sich hier gemacht hat in den 40er und 50er Jahren, die, von denen man eigentlich lernen kann, von dem auch Künstler gelernt haben. Sie sehen hier übrigens eine Bildarbeit von Kiesler, Anfang der 50er Jahre, hat dann seine Bildelemente, das ist ein Werk, er nennt das Galaxie, eben nicht nur an der Wand, sondern auch auf dem Boden. Also die Malerei greift wirklich jetzt in den Raum und der Betrachter hat keinen richtigen Standort mehr, der muss sich drum herum bewegen, muss diese verschiedenen Bilder, die jedes für sich ein eigenständiges Element darstellen, in eine als Konstellation lesen und in Beziehung setzen. Wir haben vorhin Richard Tuttle gesehen in Winterthur, Sie sehen jetzt Richard Tuttle in Zug. Wir haben ihn eingeladen für eine lange, mehrjährige Kooperation, wo es darum ging, dass Künstler mit dem Haus, im Haus, mit Menschen vor Ort Werke entwickeln, die spezifisch sind für das Hier und Jetzt und die er also nicht vom Atelier mitbringt, sondern dieses Werk ist im Kunsthaus entstanden. Er war 3 Wochen da, hat mit meinen Mitarbeitern das entwickelt, umgesetzt. Ich habe auch noch mitgeholfen, die orangen Latten zu streichen und so weiter. Und das Entscheidende ist aber eigentlich, dass dieses Werk, Replace the Abstract Picture Plane, eigentlich dort ist, wo normalerweise keine Kunst ist, nämlich im Treppenbereich. Die Wände sind leer gelassen. Das Kunstwerk ist eigentlich Teil der Erschließung der Räume und windet sich da wie eine Schlange hindurch und markiert eigentlich, wenn man so will, die Bewegung der Betrachtenden, wenn die normalerweise durch das Haus schreiten. Also das Bild ist dort, wo sonst der Betrachter oder die Betrachterin ist, und dort, wo die Bilder eigentlich hingehören, da ist es leer. Ja, ich glaube, ich lasse es jetzt mal so weit. Ich kann dann später wieder weitermachen, ich will ja da keinen Vortrag halten. Also mir kam es darauf an, ja, zu zeigen, wie die Kunstproduktion
das Ausstellen der Kunst mit der Erkundung der Architektur, der Räume, der spezifischen Gegebenheit zusammenwirken können und so eigentlich auch das Publikum auf neue Art und Weise einbezogen werden kann. Übrigens schätzt Richard Tuttle Friedrich Kiesler sehr, er hat ihn sogar noch gekannt. Ich fange jetzt trotzdem, Michael, dich kennen wir, glaube ich, alle hinreichend. Ja, ich will dich jetzt in der ganzen Bescheidenheit nicht übergehen, aber ja, wir ja, machen das. Ich komme schon zu Wort. Genau, du kommst zurecht und zu Wort. Genau. Also, vielen, vielen Dank auch für diese kleine Einführung, die eigentlich alle wesentlichen Themen und Fragen meinerseits schon antießt. Ich fange jetzt trotzdem mal ganz von vorne an, weil ich bin ja hier auch die einzige Frau und auch mit ein bisschen blondem Haar. Ich will jetzt trotzdem noch mal wissen von Ihnen beiden, die Sie ja wichtige und renommierte Museumsdirektoren in der Schweiz sind und waren oder waren und sind und gleichzeitig sehr, sehr wichtige kuratorische Tätigkeiten vorgenommen haben in dieser Funktion. Herr Dr. Schwarz jetzt mittlerweile als freier Kurator. Sie haben, Herr Dr. Haldemann, riesengroße themenspezifische Ausstellungen gemacht. Sie haben den Brückenschlag versucht zwischen Mittel- und Osteuropa. Sie haben sich sehr oft an den Grenzgebieten von Design und Kunst bewegt. Also heute neudeutsch würde man wahrscheinlich sagen, interdisziplinär, transdisziplinär gearbeitet. Ich frage jetzt trotzdem nochmal, was unterscheidet jetzt einen Museumsdirektor, einen klassischen Museumsdirektor von einem freien Kurator? Der Kurator ist, wenn ich nicht völlig falsch liege, eigentlich eine relativ moderne Erfindung. Also ich glaube, das ging los mit dem Harald Seemann oder dass diese, sagen wir mal, Autorenschaft von Kuratoren so zunahm. Also ich will nochmal diesen Unterschied für unser Publikum klar machen. Gibt es da einen? Wenn ja, wo liegt der? Dr. Schwarz, Sie können gerne anfangen. Da muss man nicht übertreiben. Ja. Also es gab ja nicht immer im Museum einen Direktor, der muss halt die ganze administrative Arbeit machen und verantwortlich sein für alles, was dann geschieht. Und da gab es früher, hieß das Konservator, Konservatorin. Das sind die Leute, die da sich um die Sammlung kümmerten und eben auch die Ausstellungen betreuten. Nun in einem kleinen Haus wie in Zug oder auch in Winterthur hatte man das Glück, dass man ein bisschen Direktor sein konnte, aber dann eben das Schöne auch eben die Ausstellung machen konnte. Und das Wort Kurator mache ich gar nicht, das ist ja nur aus dem Englischen entlehnt Curator, das ist eigentlich dasselbe Konservator oder Kustos oder wie die immer das geheißen hat. Und man soll da nicht so viel herummachen, wir stehen im Dienste der Sammlung, wir haben die Sammlung gut zu hängen, wir haben mit der Sammlung zu arbeiten und wir stehen im Dienste der Künstler, die wir auch einladen, um Ausstellungen zu machen, beziehungsweise der toten Künstler, die nicht mehr mitreden können. Und das ist einfach unsere Sache. Das Kuratorengeschichte, dass das selber eine Art Kunst sein soll, dass das selber etwas Wichtiges sein soll, das teile ich überhaupt nicht. Ich finde, wir stehen im Dienst und das ist unsere Sache und damit hat sich das. Ich bohre trotzdem weiter, weil ganze Hundertschaften von Kuratoren ausgebildet werden. Ja. Man mittlerweile auch davon spricht, dass sie, es gibt so eine schöne Formulierung, die Gewaltherrschaft über Räume und Öffentlichkeit innerhalb der Kunst besitzen. Also Sie sagen, das ist eine Überschätzung. Man soll sich nicht selber in den Vordergrund stellen. Die Künstler und Künstlerinnen, darum geht es, oder ihre Werke mindestens. Aber dann frage ich nochmal von der anderen Seite. Wer entscheidet jetzt eigentlich, was gehängt wird und wer gehängt wird, sondern was Kunst ist? Wir haben ja in einem deiner Vorträge erfahren, dass die Kunst nach der Produktion eigentlich erst entsteht durch die Kommunikation in der Öffentlichkeit, durch das Gespräch, was entsteht mit dem Betrachter. Und ich will jetzt trotzdem nochmal so ganz provokant in den Raum hineinfragen, ist es dann am Ende der jeweilige Museumsdirektor, der für die Sammlung ankauft und das ist dann die Adlung und dann ist man sozusagen in den erlauchten Kreis der Moderne aufgenommen. Wie muss man sich das vorstellen als ganz normaler Museumsgänger? Also darf ich vielleicht auf die vorhergehende Frage zurückkommen? Gerne. Also gerne. Bei Kiesler haben wir gesehen, wo das Problem beginnt. Mhm. Also der war quasi Kurator und hat das Kuratieren der Sammlung von Guggenheim zu einer künstlerischen Arbeit gemacht. Würde ich jetzt behaupten. Also die Künstler
können kuratieren, die Kuratoren könnten Künstler werden, dass die Grenzen sind etwas fließend, wobei ich dieses Überinszenieren der Kuratorenfunktion auch sehr relativieren möchte. Also da bin ich schon bei Dieter Schwarz. Ich finde immer noch, ich habe auch einen wissenschaftlichen Hintergrund, ich sollte mich nicht zu sehr als Künstler aufspielen, der ich nicht bin, sondern ich versuche diskursiv etwas zu machen, das verständlich ist, das nachvollziehbar ist. Aber natürlich weiß ich, dass ich mich, wenn ich mich in einem White Cube befinde, an einem Ort bin, der eigentlich mit Kunst schon, der quasi künstlich schon aufgeladen ist. Also mittlerweile nach dem 20. Jahrhundert ist jede Steckdose, könnte auch schon ein Ort von Richard Tuttle sein oder die Verpackung von Christo des Werkes und so. Die Kordel ist schon zu Kunst geworden. Also die Künstler haben sich eigentlich die ganze Institution als Spielfeld ihrer Arbeit schon dienstbar gemacht oder die erforscht. Und wenn ich mich jetzt als quasi Nicht-Künstler da hineinbewege in diese Arena, muss ich das eigentlich auch schon wissen. Ich kann nicht so tun, wie wenn das immer noch im 19. Jahrhundert wäre, sondern da ist etwas passiert. Mhm. Und das macht die Sache etwas kompliziert. Mhm. Ein zweiter Punkt vielleicht, was jetzt mit meinem Ort zu tun hat und mit meinem Verständnis dann auch der Institution, wir sind ja die Vermittler auch der Kunst. Das heißt, wir sollten uns auch an die Menschen richten und wir sollten denen auch was erklären, wir sollten denen auch etwas aufzeigen in dem, was wir machen, auch in dem, wie wir ausstellen. Das soll eine gewisse Ordnung haben, eine gewisse Klarheit, die nachvollziehbar ist. Das muss nicht alles irgendwie verklausuliert sein. Das ist, scheint mir sehr wichtig zu sein. Also diese Schnittstelle zwischen den Künstlern, die produzieren, und den Betrachtenden, die ins Museum kommen, das anschauen. Und durch dieses Modell der langfristigen Kooperation mit Künstlern habe ich versucht, das Produzieren von Kunst sogar ins Museum zu verlegen und mit dem spezifischen Ort zu verbinden und dann eben auch mit den Leuten, die dazukommen, um das näher zu bringen. Ich bin auch froh, dass Matthias das Wort Kunstgeschichte, Kunsthistoriker in die ausgesprochen hat, denn wenn wir Sammlungen hängen, schreiben wir auch an der Kunstgeschichte mit. Wir zeigen eine ganz bestimmte Vorstellung, was zusammengehört, wie in einem Saal Werke zusammenkommen könnten. Und im Unterschied zu Friedrich Kiesler, der die Werke fix montiert hat, sind in der Sammlungsausstellung, die ich gezeigt habe, die Werke mit Fäden an der Wand befestigt. Das heißt, ein anderer kann sie wieder umhängen. Ein anderer kann eine neue Geschichte damit schreiben. Es ist nicht so, dass wir den Anspruch erheben, dass wir ein für alle Mal die Kunstgeschichte geschrieben haben. Das ist das eine. Das andere ist, dass Künstler manchmal Unterstützung brauchen. Es gibt Künstler, die sehr genau wissen, wie sie ihre eigenen Werke ausstellen wollen. Also Gerhard Richter weiß das, Thomas Schütte weiß das sehr genau, Richard Tuttle weiß das. Es gibt aber auch Künstler, die sehr hilflos sind und die jemanden brauchen. Und ich möchte jetzt das Wort Kurator vermeiden, aber einen Sparring Partner, einen jemanden, der mit ihnen spricht, der ihnen sagt, das könnte man doch so machen. Oder überhaupt sagt, wie eine Ausstellung gestaltet werden könnte. Ich weiß, John Chamberlain sagte mir, er hat schon in der Schule für die Arbeiten immer die beste Note gehabt, für die Präsentation die schlechteste. Und deshalb sagt er, mach du die Ausstellung, die Werke sind in Ordnung, aber die Ausstellung kann ich nicht machen. Und das war ein klares Statement, und das ist das eine Extrem, das andere Extrem, dazwischen funktionieren wir, aber eben, wir funktionieren mit den Künstlern im Dienste der Künstler und im Dienste der Kunstwerke, und so, denke ich, kommt etwas zustande, was dann auch für die Betrachter, für die Besucher wirklich interessant ist, unsere Lektüre oder die Lektüre der Künstler gegenzulesen und damit dann zu einem Gespräch zu kommen. Darf ich da noch etwas ergänzen? Finde ich absolut richtig, was du sagst. Wenn man das vielleicht noch nie gemacht hat, glaubt man es nicht, dass es so ist. Es kann, wenn man ein Bild hängt, kann ein Zentimeter sehr viel ausmachen. Ja. Das tönt jetzt sehr spitzfindig und etwas übertrieben. Aber man müsste jetzt mal dieses Exempel machen, einen Versuch machen. Und ein Zentimeter kann auslösen, dass ein Werk auratischer wirkt, mächtiger wirkt oder intimer. Das kommt auf die Höhe an.
Und dasselbe mit den Abständen. Wenn ich weit auseinander gehe, ist die Relation natürlich eine andere und die Wirkung im Verhältnis der Werke ist anders, das Verhältnis der Werke, aber das wirkt sich auch auf die Wirkung des jeweiligen Werkes selber aus. Also es sind extrem diffizile Geschichten und da braucht es natürlich eine gewisse Sensibilität, da braucht es ein gewisses Auge, da braucht es ein Körper- und Raumgefühl und so weiter. Und das sind natürlich Fähigkeiten, die könnte man jetzt natürlich zunächst bei den Kunstschaffenden vermuten und nicht bei denjenigen Kunsthistorikern, die vor allem Bücher schreiben, oder? Und eigentlich sich nicht in Räumen bewegen und nicht im Dreidimensionalen. Aber also so ein ästhetisches Empfinden, glaube ich, ist schon auch wichtig, oder? Ja. Und auch das kann ich aus meiner Praxis sagen, ist auch immer wieder eines mit mehreren Stimmen, denn es ist meine Stimme. Vielleicht mal vorschlage, so und so soll das sein, aber ich hatte das Glück, dass ich mit begabten Leuten, Handwerkern, Assistentinnen zusammengearbeitet habe, die auch dazu etwas gesagt haben und von denen ich auch gelernt habe. Und das ist immer auch ein Werk von mehreren, wie im Film eigentlich. Wir sind nicht nur allein da, sondern wir sind mehrere, die so etwas machen, eine Ausstellung hängen, Kunst ausstellen. Micha? Ja, vielleicht einfach noch, um das an dieser Stelle zu sagen. Ja. Das zeichnet euch beide ja auch aus, dass ihr sehr lange eben auch mit bestimmten Räumen gearbeitet habt. Also man muss auch Räume gut kennen, sonst weiß man gar nicht, dass dieser Zentimeter eine Rolle spielt. Das ist ja nicht nur sozusagen intrinsisch im Werk angelegt, sondern es ist natürlich eben auch eine Proportionalität des Raumes. Ne? Und eure beiden Häuser sind extrem spezifisch mit eigenen enormen Herausforderungen, aber mit einem ganz ausdrücklichen räumlichen Profil. Und das ist natürlich auch Übung. Ne? Also so wie man Kunst machen üben muss, muss man auch Kunst ausstellen üben und so wie man die Materialien kennen muss, sind eure Materialien natürlich auch die Räume. So. Aber ich würde vielleicht doch diese Frage nach dem Kuratieren nach ein bisschen Salz in diese Blume doch vielleicht nochmal streuen, weil das ist natürlich jetzt aus meiner Perspektive, wenn ich euch beiden zuhöre, so richtig so etwas, was man eine Formation nennen könnte. Und ich würde sagen, das ist eine ästhetische Formation. Also wenn ihr sagt, ihr stellt euch in den Dienst der Künstler, Künstlerinnen und ihrer Werke. Wenn du den Begriff der Transformation benutzt hast, nicht religiöse Transformation, nicht magische, sondern eine ästhetische Transformation. Also das Objekt, in dem Moment, wo es auf die Wand kommt, macht damit deutlich, das ist sozusagen Schritt 1 dieses kommunikativen Aktes des Ausstellens, dieses Objekt ist zum Anschauen da und eigentlich für nichts anderes. Oder Matthias, du hast von der Korrelation gesprochen. Na, sehr schön, diese beiden Begriffe, Transformation, Korrelation, passen wunderbar, sie korrelieren nochmal oder transformieren sich wechselseitig. Das wäre sozusagen, was ich in meinem Vortrag ja auch versucht habe zu beschreiben, also diese laterale Ordnung. Was passiert, wenn man Dinge korreliert? Wie beginnen sie in Zusammenhang zu klären? Was du mit diesen vier Hans von Marais Bildern ja auch deutlich gemacht hast. Das ist aber auch, würde ich sagen, ein ästhetisches Korrelieren. Und diese Formation des Ästhetischen ist, glaube ich, wenn man jetzt zum Beispiel in Leipzig Curatorial Studies studiert. Also wenn man sich jetzt in diesen Studiengängen, jede Akademie muss jetzt sowas machen, wir müssen das in Stuttgart jetzt auch machen und so, das ist eben doch ein richtiges Business. Und da wird aber, soweit ich das sehen kann, eben nicht die Formation des Ästhetischen gemacht, sondern es ist sozusagen kulturwissenschaftlich, soziologisch, politologisch und so weiter und so fort geprägt. Also was sind die Issues unserer Gegenwart? Was sind die neuen Korrelationen zwischen der künstlerischen Produktion und der sozialen Welt, in der wir leben? Was sind Fragen von Globalisierung oder ihr habt jetzt gerade Anthropozän im Haus und so weiter und so fort. Und da wird natürlich nach was ganz anderem gefragt. Und da wird nach einer anderen Transformation, nach einer anderen Korrelation gefragt. Das heißt, man hängt inhaltlich, ideologisch und nicht mehr nach ästhetischen Gesichtspunkten aus dem Werk heraus. Soll es darauf hinauslaufen? Also wenn ich vielleicht einen Satz noch anhängen würde, würde ich sagen, zu dieser Formation, die ihr jetzt gemacht habt, ist auch eine Idee der Ausstellung und des Museums als ein Ort, der, und ich sage es jetzt wirklich ganz traditionell, mit der deutschen Klassik, mit Schiller, ästhetische Erziehung. Ein Stück weit ist das ästhetische Erziehung zu sehen. Das Treppenhaus kann zum Ort der Kunst werden.
ah, ich bewege mich so durch einen Raum und hier spielt diese Zentimeter eine Rolle. Und wenn das Bild mir wie ein Bildschirm entgegenkommt, ne? Also ich meine, diese kieslöschen Arme, die kennt natürlich jeder, der in einem Hotel irgendwie sieht, wie der Fernseher an der Wand hängt oder so. Das Bild wird zum Bildschirm. Was ist das für ein anderes Raumfeld? Das ist ästhetische Erziehung im weitesten Sinne. Heute würde ein Kurator sagen, was ich mache, ist politische Erziehung. Na, also eine Berlin-Biennale steht in diesem Jahr unter dem Signum der politischen Erziehung und nicht der ästhetischen Erziehung. So, und da ist offenbar doch etwas so, dass man denkt, ja, könnte zum Beispiel so ein Kurator auch ein Museum führen? Könnte so ein Kurator denn auch eine Sammlung betreuen? Und so, also wo sozusagen dieses organische Geflecht, das jetzt sehr eindrücklich war, irgendwie so gewisse Risse kriegt oder an den Ecken vielleicht ein bisschen wegbricht oder na, sich doch so Gewichte verschieben. Ne? Aber dieses Salz sollte ich da mal so ein bisschen... Genau, aber lass uns, oder? Ich wollte Sie jetzt nicht unterbrechen. Ja, also es scheint, dass sich so eine Art Folie zwischen die Kunst und die Betrachter schiebt, diese Folie des Kuratorischen. Eine Folie, die eigentlich, ich glaube, vielleicht gar nicht notwendig ist, aber die eigentlich auch davon ablenkt, und das scheint mir auch sehr wichtig, das wurde bisher nicht erwähnt, dass es mit der Kunst, dass wir es mit etwas sehr Materiellem zu tun haben. Literatur, Musik und so weiter, Film ist was ganz anderes. Aber das Materielle ist etwas, wo man eigentlich darauf hinweisen möchte. Und das ist vielleicht noch jenseits des Ästhetischen. Und das ist etwas, was die Kuratoren vermeiden, weil die Kuratoren möchten ja einen Diskurs über die Kunst legen. Und wir, glaube ich, wir möchten die Kunst, das Materielle, der Malerei, der Skulptur einmal zeigen, weil auch damit verbunden ist, dass dieses Materielle überhaupt nicht spricht. Dieses Materielle ist zunächst einmal stumm. Und sich dieser Stummheit auszusetzen, das ist eigentlich noch viel aufregender, als einen Diskurs darüber zu legen. Denn einen zu begreifen, dass ein Stein nicht spricht, ja, aber dass auch ein Bild nicht unbedingt spricht, dass es eigentlich sogar primär gar nicht so sehr um die Kommunikation geht, sondern um etwas anderes, zu sehen, dass da eine fremde Sprache ist. Aber auch eine Sprache, die es seit Jahrhunderten gibt, nämlich eine Reihe von Bildern, eine Reihe von Kunstwerken. Und in diese Reihe fügt sich das, was wir machen mit Ausstellungen, ganz bescheiden ein. Und diese Reihe geht über uns hinaus weiter, die ist einfach da. Und gerade weil das Thema der Kommunikation angesprochen wurde, möchte ich etwas erwähnen, nämlich von einem Künstler Giulio Paolini, der ein Werk gemacht hat, das heißt Idem, und Idem heißt dasselbe. Und das hat damit zu tun, dass er sagt, jedes Bild ist dasselbe. Es hat es immer gegeben, es ist jetzt da, es geht weiter. Und, das ist vielleicht das Provokative, hat dann einen langen Text geschrieben, kann ein Werk den Skandal der Kommunikation überleben, kann er ihm ausweichen. Und er sagt weiter, dass ich übersetze das jetzt so frei aus dem Italienischen, dieser schweigsame Abstand, den die Kunst schon immer hatte, stellt fest, dass die Kunst kein Geheimnis verbirgt. Die Kunst hat keine Geheimnisse und deshalb hat sie gar nichts zu kommunizieren. Sie ist einfach da. Okay, das jetzt war, muss ich genau, das war jetzt schon ein halbes Schlusswort, aber wir sind ja noch ganz am Anfang. Wir haben uns gerade warm gelaufen, du Cornelia. Jetzt spiele ich auch noch Fotos. Genau, sehr gerne, sehr gerne. Weil Sie gefragt haben, die Kuratoren und die Macht über die Kunst und wer genau, definiert das. Genau, da ist bisher ausgewichen worden. Genau. Da gibt es ja einen provokativen Satz von Boris Groys, den ich wunderbar finde, dass auch Kunst ist, was im Museum ist. Sobald es ins Museum kommt, ist es Kunst. Oder man muss davon ausgehen, dass es Kunst sein könnte, egal was es ist. Ein Turnschuh außerhalb des Museums ist ein Turnschuh. Ein Turnschuh im Ausstellungsraum ist nicht nur ein Turnschuh oder kein Turnschuh mehr. Er könnte auch ästhetisch betrachtet werden, konzeptionell, inhaltlich, politisch, wie auch immer. Aber er ist latent ein Kunstwerk, weil er zweckentfremdet ist. Er ist also aus dem Lebenszusammenhang rausgenommen, in eine künstliche Situation gebracht, nämlich in ein Museum. Das ist ein leeres Haus, oder? Das hat eigentlich keine Funktion, außer leer zu sein und dann gefüllt zu werden mit solchen Objekten, die man dann Kunstwerke nennt. Ich sage es jetzt bewusst ganz provokativ, mal im Gegenextrem. Und meint der Vater des Ganzen wäre dann Duchamp mit dem Ready-Made, also der Transfer. Man macht etwas bereit für Kunst, indem man es in die Institution Museum verlagert.
Und das heißt eigentlich, man muss auch, wenn man, jetzt komme ich wieder als Kunstvermittler, der in Zug lebt, und da gibt es viele Leute, die waren noch nie im Museum, und wenn wir das schaffen, die ins Museum zu holen, dann merken wir, die kennen die Spielregeln nicht. Ergo gibt es offenbar Spielregeln. Es gibt Spielregeln, das, was an der Wand hängt, muss angeschaut werden. Man sollte es nicht berühren. Es ist auch so etwas Merkwürdiges, dass man das nicht berühren darf. Warum eigentlich nicht? Im Leben kann ich eigentlich alles berühren. Irgendwann geht es nur noch um die Augen. Mhm. Oder es sind ja Abstraktionen, das könnte man jetzt kulturgeschichtlich alles herleiten, das machen wir jetzt nicht. Auf jeden Fall, das ist eine hochspezifische Situation, hochabstrakt, die dann diese Erfahrung ermöglichen kann, von dem wir gesprochen haben, oder eben auch nicht. Und dann gehe ich raus und sage, außer Ticketkosten nichts gewesen. Dann sieht es nämlich vielleicht so aus. Okay. Bilder, ne? Genau. Okay. Sie, sehen Sie etwas? Ich weiß nicht, hier blendet es so. Also das war eine Ausstellung von Olafur Eliasson. Wir haben mit ihm 4 große Ausstellungen gemacht, im Zug, spezifische. Und eine Ausstellung hieß Lava Floor, bestand aus 60 Tonnen isländischer Lava, und wir haben das Haus 10 cm hoch gefüllt mit isländischer Lava, und das war im Prinzip alles. Also man kam rein und hat nichts gesehen, man musste den Eintritt bezahlen, aber es war nichts an der Wand, man musste die Schuhe wechseln und über Lava gehen und es knirschte und so weiter. Mhm. Könnte man jetzt lange drüber erzählen, also hier sind, und das hat unglaublich provoziert, wir hatten auch Austritte aus dem Verein und in den Medien gab es böse Leserbriefe, jetzt kommt schon also quasi Schutt ins Museum, dieser ehrenwerte Ort der Bilder, der, mit den goldenen Rahmen und so. Jetzt wird das staubig hier, es wird, und dann holt man es noch aus Island, und dabei hat man doch Geröll genug im Zug und so. Also ganz viel Diskussion, oder? Also die Leere ist, meine Erfahrung ist, das, was am meisten provoziert, ist die Leere, nicht die Fülle. Und hier war ja natürlich viel Leere und Licht, und dann kann man die Architektur neu lesen und den Raum und das Gehen überdenken und so weiter. Die Akustik war anders und so weiter und so fort. Aber das sind eben genau dieses Spiel mit dem Wechsel von außen nach innen. Was ist Lava außen? Was ist sie, wenn sie in Berlin am Berliner Hafen irgendwo auf einer Halde liegt? Dort hat das nämlich zwischengelagert gehabt. Und was passiert, wenn das im Museum ist? Was für Assoziationen kommen da, und da gibt es ganz verschiedene Reaktionen. Die Kinder haben natürlich ganz anders reagiert, die haben einen riesen Spielplatz gehabt, oder? Die Intellektuellen haben sich hinterfragt und so weiter, und andere sind rausgegangen und waren total enttäuscht. Aber ich kann die Diskussion nachvollziehen. Ich komme ja eher aus der Theaterwelt, und man hat dann schon das Gefühl, ich bin jetzt auch mal provokant, das wären so Erlebnisparks. Wir haben ja jetzt eine große Ausstellung von ihm in Basel, über die ich eigentlich nicht reden darf, weil ich habe sie nicht gesehen. Aber auch da stelle ich mir vor, dass das ein Wahnsinnserlebnis ist, dass die Räume eigentlich immer inszenierter werden, wo man dann auch am Schluss nicht mehr weiß, sind es schon Bühnenbilder, sind es alles szenografische Ereignisräume, wo das Erlebnis Schauen eher von dem lebt, was sich mir ereignet beim Schauen. Ja. Also das sind natürlich wahnsinnige Entwicklungen innerhalb der Moderne und der Kunst, die ich finde schon, man hinterfragen kann. Ja. Und deswegen jetzt nochmal der letzte Versuch meinerseits. Wie viel Macht hat dann auch ein Kurator, dass es halt die Ausstellung gibt und keine andere? Also wer entscheidet das? Im Theater sagt man immer, ja, wir machen einen Spielplan, ja, wir bringen bewusst junge, unbekannte Autoren raus oder wir zeigen bewusst Klassiker, um sie in interessante neuzeitliche Kontexte zu setzen und zu vermitteln. Wie funktioniert das in einem Museum für Gegenwartskunst? Orientiert man sich an den Trends in anderen großen Metropolen? Hat man eher den Ehrgeiz zu entdecken? Will man eher mit einer großen Schau Leute in die nächste Kategorie heben? Also das würde mich schon mal interessieren, welche Überlegungen Sie da über die Jahrzehnte bei so einer kontinuierlichen Arbeit, die Sie beide vorweisen können, was da das innere Credo war. Also auch wenn man im Dienst der Kunst steht, ja, ist man ja doch mächtig. Also nicht nur im Dienst der Kunst,
vor allem im Dienst der Menschen. Mhm. Das ist mir das Wichtigste. Und jeder Künstler ist auch ein Mensch zum Glück und jede Künstlerin ist ein Mensch, oder? Mhm. Und bei aller Hochachtung und Wertschätzung, meine Eltern waren Musiker, also ich komme aus einem Künstlerhaus und bin darin sozialisiert worden. Ich kannte gar nichts anderes, das war normal für mich. Aber trotzdem, wir haben einen Auftrag und dieser Auftrag kommt von der Öffentlichkeit, der kommt nicht von den Künstlern, sondern es kommt zuerst mal von der Öffentlichkeit, die nämlich diese Institution finanziert. Und von den Mitgliedern, die hier Beiträge bezahlen, das ist unser Publikum, wir arbeiten mit Schulen und so weiter. Also wir müssen einen Auftrag erfüllen und wir haben eine Leistungsvereinbarung mit den Geldgebern, oder? Mhm. Das ist ganz konkret. Mhm. Und das muss man verhandeln, worin diese Leistung besteht. Und ich weiß nicht, wie Dieter verhandelt hat in Winterthur, ich weiß, wie wir hier in Zug verhandeln, das können wir dann diskutieren, aber das ist Verhandlungssache. Und zum Schluss muss jemand die Verantwortung übernehmen und sagen, okay, ich bringe die 60 Lava da rein und stelle diese Behauptung auf, dass das eine Kunstausstellung ist. Mhm. Künstlername ist natürlich wichtig, aber als Institution muss ich dahinter stehen und muss dann bereit sein, nicht auf der anderen Seite den Kompromiss zu machen des Hauses und da dann noch ein paar schöne Bilder aufzuhängen, dass die Leute dann auch noch zufrieden sind, wenn sie damit nichts anfangen können. Nein, es war das ganze Haus so. Fertig. Und das ist eine Behauptung, die kann man kritisieren. Da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Und das gehört, dieser Diskurs gehört aber zur Kunst dazu, im 20. Jahrhundert besonders. Die Kunst und die Veränderung der Kunst lebt vom Diskurs, den führen die Künstler selber zusammen mit der Öffentlichkeit. Jetzt sage ich, Ich kann es vielleicht auf etwas Fragterat sagen. Das Museum gehört ja zur sogenannten Kunstwelt, zum System Kunst. Und wenn wir in ein Museum eintreten und dort arbeiten, uns da emporarbeiten und dann vielleicht Direktor sind zum Schluss, dann sind wir Teil dieses großen Systems. Aber dieses System ist natürlich so komplex, das heißt ja nicht, dass etwas Bestimmtes da nur generiert wird, sondern dieses System Kunst enthält viele Subsysteme. Und wir tendieren vielleicht dazu, in dem einen oder dem anderen zu funktionieren, oder wir funktionieren in mehreren Subsystemen. Aber wenn wir solche Entscheidungen treffen, was wir einen Künstler ausstellen oder was wir für die Sammlung erwerben, dann sollten wir ja nicht glauben, dass wir das einfach allein treffen, sondern wir haben Zuspruch, wir haben Leute, die auch derselben Meinung sind, die auch ähnlich denken würden. Nicht alle, aber ein Teil dieses großen Systems wird unsere Entscheidungen teilen. Und in diesem und darin funktionieren wir, anders wäre das ja auch gar nicht möglich. Denn es muss ja, was wir zeigen, muss ja gut geheißen werden, nicht von allen, aber mindestens von einem bestimmten Teil, sodass wir überhaupt in der Lage sind, diese Sache zu zeigen. Und wir können uns nicht hinaus bewegen. Das wäre vermessen, das wäre auch, glaube ich, falsch, das sagen zu wollen. Ich bohre deshalb an der Stelle so nach, weil ein sehr, sehr bekannter und auch, sagen wir mal, den deutschsprachigen Raum, also wahrscheinlich nicht nur den deutschsprachigen Raum, auch den europäischen, sehr prägender Kurator, Museumsdirektor, Ausstellungsmacher, der Jean-Christophe Amann, der ja 2015 gestorben ist, in einer Doku, die ich neulich gesehen habe im Schweizer Fernsehen, 2009 oder 10 formuliert, dass es keine Räume mehr gibt, in denen überhaupt kritisch mit Künstlern über Kunst gesprochen wird. Also, dass er das Gefühl hat, dass die Künstler zunehmend vereinsamen, weil keiner sich mehr Bewertungen traut, keiner mehr mit ihnen dahingehend in Diskurs geht. Ja? Er hat es sehr eindrücklich und nachdrücklich formuliert. Das ist sozusagen der Hintergrund meiner Frage. Ja? Sehen Sie sich da auch in einer gewissen Verantwortung den Künstlern gegenüber? Jetzt habe ich immer gehört, es geht vor allen Dingen um Vermittlung, um Kontexte, also Kontexte herzustellen, ja, innerhalb der Sammlung. Es geht nicht primär um Vermittlung, Es geht schon um die Künstler und Kunst. Da wäre ich, bin ich jetzt anderer Meinung als Matthias. Okay. Ich glaube, das ist die große Aufgabe, die das Museum hat und auch die Chance, die das Museum hat, längerfristig einen solchen Dialog zu pflegen. Es ist ja nicht mit einer Ausstellung vorbei. Eine Ausstellung ist eine Station in einem längeren Kontakt. Man muss ja jemanden zuerst kennenlernen. Vielleicht zuerst die Werke, dann lernt man die Person kennen und dann kann es vielleicht eines Tages zu einer Ausstellung kommen.
und dann geht das weiter. Man kauft Werke, man kann vielleicht 10 Jahre später ein zweites Werk kaufen oder auch schneller, wie immer, aber es ist etwas Längerfristiges. Und das ist die große Chance, die das Museum hat. Und wir können ja nicht mit allen sprechen, nicht mit all diesen Kontakt haben, aber wir haben die Chance, mit einigen diesen Kontakt zu pflegen und mit einigen etwas zu erarbeiten, das dann nicht nur ephemer ist, sondern das etwas länger ist und das dann vielleicht mit der Zeit auch das Profil des Museums etwas schärft. Denn das ist vielleicht der zweite Teil. Der eine Teil, den ich vorher genannt habe, ist dieses Kunstsystem. Das andere ist, wir treten in ein bestimmtes Museum ein. Matthias Haldemann hat die Geschichte von Zug geschildert. Winterthur ist ein ganz anderer Fall, Basel, Zürich wären wieder andere Fälle und in diesem Museum ist eine Geschichte da, die schon über 100 Jahre zurückreicht. Und wenn wir da eintreten, müssen wir darauf Bezug nehmen, was in diesem Museum geschehen ist. Das ist ja nicht irgendetwas, wo wir einfach jetzt so hineinplatzen und uns realisieren wollen, sondern wir müssen diese Geschichte verstehen, was sind die Stärken, was sind die Schwächen dieses Museums, was soll man jetzt hier ausstellen? Ein bestimmter Künstler macht Sinn im Zug, in Winterthur wird er keinen Sinn machen und umgekehrt und so fort. Und kann man das, was man zeigen möchte, was man ausstellt, in eine vernünftige Beziehung zu dem stellen, was eben seit 100 Jahren in diesem Museum geschehen ist, um das ganz ideal zu sagen jetzt. Mhm. Natürlich ist das im Einzelnen nicht genauso, aber mindestens muss es über die große Zeit hinweg zu einer gewissen Stimmigkeit, zu einer Aussage kommen. Und das ist, glaube ich, die Verantwortung, dass wir gegenüber der Institution, in der wir sind, das ausstellen, was dort hineinpasst und was vielleicht anderswo nicht hineinpassen würde. Das muss passen, das muss sitzen, das muss ganz präzise sein. Mhm. Wolltest du ergänzen? Sonst? Ja, ich würde natürlich auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole. Und trotzdem nochmal sagen, auch natürlich auf der Eliasson würde ich noch unter dieses Paradigma ästhetische Erziehung stellen. Ne? Ich würde sagen, das bedeutet hier aufmerksam zu werden auf die eigenen Vollzüge im Raum, auf die eigenen sensorischen Erfahrungen. Sozusagen, das ist Arbeit am Selbst, indem ich mich öffne auf eine Situation. Ne? Mhm. Das ist ein wunderbares Ideal, ich teile das ja auch. Ne? Ich glaube nur, dass das einfach enorm unter Druck gekommen ist. Es ist enorm unter Druck gekommen und es könnte sein, dass wir hier, wenn wir zwar ganz andere Persönlichkeiten sitzen hätten, dass die einfach von etwas reden würden, man würde gar nicht mehr wissen, wo die Schnittmenge ist zu dem, was ihr jetzt sagt. Ne? So. Mhm. Wo eben dann interessant ist, ist das jetzt sozusagen dem Umstand eben auch geschuldet, was du gerade nochmal gesagt hast, man kommt in so einem Museum in einen Kontext hinein, man ist sozusagen nur ein Sandkorn in der Geschichte und so weiter und so fort und es kommen neue Wellen, also ich mache es jetzt noch ein bisschen blumiger, als du es gesagt hast. Ne? So. Und dann gibt es eben diese radikale Idee der Zeitgenossenschaft, der Idee des Museums als einem Debattenort. Das ist sozusagen das Museum, kann man Museum 2.0, ist irgendwie eine politische Anstalt und so weiter und so fort. Und ich merke das bei meinen Studierenden. Ich merke das bei denjenigen, die ich ausbilde, also als Theoretiker begleite auf ihrem Weg, Künstlerinnen und Künstler zu werden, dass es manchmal mich verblüfft, wie schwierig es ist, Formfragen, ästhetische Fragen im Mittelpunkt zu halten. Das ist manchmal nur noch eine Dreingabe. Ne? Es muss halt noch irgendwie aussehen. Aber wesentlich muss ich meinen Standpunkt finden, wie ich mich zur Zeit verhalte und wie ich in den Diskursen vorkommen kann, in Zukunft. So. Und wenn du so jetzt sagst, der Ammann sagt, es gibt diese Räume nicht mehr, wo man über die Kunst spricht, ja, es gibt manchmal auch die Orte, auch im Diskursiven nicht mehr, dass man gar nicht mehr weiß, wo kann man eigentlich noch die Formdiskussion führen. Zum Beispiel sagen, das Bild sollte ein bisschen mehr links hängen oder so. Ne? Oder zum Beispiel sagen, ja, aber warum hast du denn diesen Stein ausgesucht? Also, na, also diese ganz elementaren, materiellen, formalen Fragen zu stellen und nicht immer sofort bei den Inhalten zu sein. Ne? So. Da würde es mich einfach, wie ihr das beobachtet. Ich bin da tatsächlich ein bisschen in Sorge, ne? Dass eine ganze reiche Kultur und Kulturalisierung, die natürlich mit so einer Wand, diese Pappen von Richard Tuttle oder so, das ist ein Höhepunkt einer solchen Entwicklung, dass wir da over the tipping point sind. Ne? Also nur erklären zu dem, was Michael fragt, weil ich weiß, dass ihn das sehr beschäftigt. Heute ist eben wichtig, also diese Runde ist natürlich sowas von old fashioned. Also das spricht schon sowas gegen mich als Frau, dass ich mich jetzt mit euch älteren Herren hier zusammen hinsetze. Also ich erinnere nur an die Debatten der alten weißen Männer. Ne? Also das gehört ja zu diesen Diskursen, die du meinst, mit dazu, dass
wesentlicher ist, wie viele Frauen in einer Ausstellung ausstellen, wie viel Beteiligung es sozusagen gibt im globalen Sinne, im ethnischen Sinne. Also all diese Diskussionen, diese Verpolitisierung von ästhetischen Fragestellungen, das ist das, was der Hintergrund deiner Fragestellung ist. Oder einer der Aspekte. Genau. Ich habe einfach ein bisschen Mühe, wieder diese Unterscheidung zwischen Inhalt und Form zu machen. Okay. Ästhetische Erfahrung versus politische Realität und so weiter, weil ich denke, dass die Dinge sind viel komplexer ineinander verwoben, und ich würde jetzt eigentlich beliebt machen, das war eine sehr politische Ausstellung, weil das ist auch die Assoziation an Pompeji, die hier kommt, und wenn ich Pompeji assoziiere und Leute haben das assoziiert und das mit der Institution Kunstmuseum verbinde, dann wird es relativ brisant und politisch. Auch wenn das jetzt ein Megastar ist in der Kunstszene, aber das kann man auch so lesen. Also da gibt es auch verschiedene Lesarten, oder? Und Bilder, die hier aufscheinen mögen. Und das hängt aber sehr von der Pluralität der Besuchenden ab. Es gibt nicht den Herrn Professor Lüthi, der jetzt weiß, wie es ist, oder der Herr Schwarz, oder die weißen alten Männer, die jetzt sagen, wie das sein hat. Nein. Wenn ich bei mir schaue, wer da rein und raus geht, und wir geben uns Mühe, dass es das ganze Spektrum der Gesellschaft ist, das sind Erwerbslose, das sind Migranten, das sind Kinder, das sind Behinderte aller Art, ich inklusive und so weiter, da geht man mit dem Rollstuhl durch und so, also das gehört alles dazu. Und da gibt es dann die spannenden Diskussionen. Und da kommen sehr interessante Erfahrungen, Empfindungen, Bilder, Verbalisierungen, die dann irgendwie auch mit dieser Ästhetik zusammenhängen, auch wenn die das nicht so versprachlichen können, aber das sind oft menschliche Erfahrungen. Und darum geht es mir ganz wesentlich, dass man auch das Sensorium für die eigene Wahrnehmung, und zur Wahrnehmung und Empfindung gehört für mich auch das Denken, und dann sind wir beim Inhalt. Das Denken ist ohne Form gar nicht, also wir denken in Sprache, also das ist auch schon wieder eine Form, oder? Das geht gar nicht anders. Und dafür zu schulen, dass man zu differenzieren lernt, dass man wieder sensibler wird, dass man vielleicht auch anderen Bildern, die einem im Alltag begegnen, etwas misstraut, wenn sie manipulativ sind, dass man auf die Sprache hört, dass das nicht egal ist, wie man etwas sagt und so weiter, dass man sich Zeit nimmt. Das sind ganz wesentliche Dinge, die mit dem Menschsein für mich zu tun haben. Und da kann die Kunst einen sehr wichtigen Beitrag leisten, aber andere Formen gibt es auch, die auch Beitrag leisten können. In dem Zusammenhang nochmal die Frage, vor allen Dingen auch, was so ein Kunstmuseum wie Winterthur dann betrifft, in dieser zunehmenden globalisierten Welt, ja, wo ja noch die Kunstpositionen viel reichhaltiger, viel weitergehender sind. Also wir hatten jetzt im letzten Sommer bei O'Smiley ganz interessante chinesische Positionen. Ja. Wir sind hier in Nice ganz international, erleben es eigentlich täglich, was es bedeutet, diesen Culture Clash hinzukriegen, ja, wie man sich füreinander interessiert, wie man aufeinander zugeht. Was bedeutet es für so ein altehrwürdiges, sage ich jetzt mal bewusst, europäisches Museum? Was gibt es da an Neuordnungen, an Anregungen, wenn ich das mal als einen positiven Prozess lese und sehe? Stellt sich da vieles neu oder bleibt es? Die Globalisierung ist eine Feindin der Kunst, weil die Kunst etwas sehr Spezifisches ist und sein muss. Und das ist eine Spezialität einer bestimmten Kultur, was wir verstehen. Es gibt Kulturen, wo vielleicht Kunst nur Kopieren von alten Meistern ist. Das tradiert sich über Jahrhunderte. Das ist diese Kultur nicht, die wir hier in diesen Museen vertreten. Wir stellen das ja auch, was wir ausstellen. Ich glaube, dieses Spezifische ist wichtig. Und das muss nicht bewahrt werden, da muss man nicht pessimistisch sein. Das kann vielleicht überlagert werden, aber die Kunst hat diesen 20. Jahrhundert auch zwei Weltkriege überdauert. Und sie ist nach wie vor, hat es Kunst gegeben. Das ist vielleicht nur ein Schaum, der jetzt gerade so dahin schwimmt und der etwas stört, der unsere Wahrnehmung stört. Aber man muss optimistisch sein und denken, na, vielleicht geht es 20, 50, 100 Jahre, geht es der Kunst schlecht, aber sie ist dann nachher wieder da. Das ist vielleicht so, doch, wir müssen daran glauben. Und noch uns glauben, geht es nicht. Aber nochmal nachgefragt, es ist problematisch, weil sozusagen,
rein betrachten, der kulturelle Kontext fehlt. Also wenn ich eine niederländische Malerei aus der Renaissance ausstelle, Landschaftsmalerei, wird die sozusagen in Shanghai anders konsumiert? Kann in Shanghai nicht konsumiert werden. Das ist eine ganz spezifische formale Geschichte, die sehr kompliziert ist, sehr spezifisch ist. Und in dieser Geschichte muss sie rezipiert werden und hat unendlich viele Mikro- oder andere Revolutionen hervorgebracht, formale Veränderungen hervorgebracht. Und das ist jetzt vielleicht eine der letzten formalen Veränderungen, wie auch immer. Aber diese Spezifizität muss gepflegt werden. Das auszuweiten, das bringt überhaupt nichts. Das ist nur zerstörerisch, wie überhaupt vieles ja zerstört wird. Und das ist nicht schöpferische Zerstörung, sondern das ist dann aber eben, wie gesagt, das Pflänzchen, das wächst dann schon wieder weiter. Also es gab sozusagen immer das und gehört immer, dazu. Katastrophen hat es immer gegeben und das ist eine Katastrophe unter vielen. Okay. Aber Michael, du willst noch ergänzen? Nein, ich muss das erstmal sacken lassen. Das sind deutliche Worte, ne, die man gar nicht so häufig hört. Ja. Also die Globalisierung als Katastrophe. Um das nochmal. Natürlich ein starkes Wort. Also wir können es nachher durch Ihre Fragen gerne nochmal vertiefen. Möchten Sie noch ergänzen? Ich würde gerne noch was ergänzen, weil Dieter Schwarz hat vorhin von der Geschichte der Institution gesprochen und so weiter. Und ich habe ja davon gesprochen, dass ich an eine Institution antraf, die eigentlich keine Geschichte oder nur eine ganz kurze hatte. Und da ist ja natürlich eine völlig andere Ausgangslage. Und ich möchte jetzt mal noch kurz zeigen, so ein paar Beispiele, wie wir versucht haben, unsere eigene Geschichte zu schreiben. Und ich glaube, die Geschichte zu schreiben ist ein wichtiges Thema des Museums, das Narrativ. Und das Narrativ ist ja was uns dann auch verbindet, wenn es eine gemeinsame Geschichte ist oder ein Teil verschiedener Geschichten, die sich dann verbinden und so und langsam einen Kontext einbilden. Und dadurch, dass ich da auch schon lange bin, kann ich jetzt langsam auf eine Geschichte zurückblicken. Das lassen wir jetzt mal weg, das wäre dann auch der Humor dazu. Aber das ist jetzt quasi die Situation vor dem Kunsthaus, vor einem Jahr, mit einer neuen Lichtinstallation von Beth News, die walisisch-deutsche Künstlerin, die für uns jetzt als permanente Arbeit dieses Werk geschaffen haben. Davor sehen Sie einen Ausschnitt einer Holzinstallation des japanischen Künstlers, Tadashi Kawamata, die führt dann in die Stadt und geht dann mit weiteren Installationen von ihm über 2 Kilometer durch die ganze Stadt. Das mehrjährige Geschichte gewesen, also die Verbindung von der Weg zwischen der Öffentlichkeit, der Stadt und des Museums und umgekehrt vom Museum eben auch wieder zurück in die Stadt. Man muss nämlich auch wieder rausgehen, nicht nur rein und die Erfahrungen von innen wieder mitnehmen. Und warum erzähle ich jetzt das oder zeige ich das? Das ist natürlich, wenn ich an der Fassade was mache, habe ich zunächst mal ganz andere Leute, die das anschauen, als wenn ich das innen mache. Das heißt, ich gehe davon aus, da ist die Nachbarschaft, die geht da spazieren, oder die kommt vielleicht gar nicht ins Museum. Aber jeden Tag geht die da durch. Oder nachts, wenn wir im Winter Nebel haben wie hier, oder alles ist wirklich düster und hässlich, nass, feucht. Was macht die Kunst hier jetzt, oder? Und Sie sehen, es geht da um eine Katze, die gefüttert wird und so. Ich kann dann eine kleine Anekdote erzählen. Also es ist ein tolles Licht im Übrigen, wenn wir es jetzt ästhetisch anschauen. Das wirkt sehr weit in die Stadt, das hat eine hohe Präsenz und ist sehr energetisch auch. Aber als die Arbeit neu war, stand eine Dame davor und wir haben gefragt, und was sagen Sie jetzt? Die kommt viel ins Museum. Und dann sagt sie, sie war ganz ernst. Und die lacht nicht, warum ist jetzt die so ernst? Dann hat sie gesagt, ich habe einen Traum, der mich seit langem verfolgt, dass ich vergessen habe, die Katze der Nachbarin zu füttern. Und jetzt ist dieser Traum am Kunsthaus. Okay. Jetzt kann man lachen und sagen, okay, lustiger Joke und so weiter, aber wir sind ja auch schon wieder in der Inhaltlichkeit. Es geht um was Psychisches, man hat Versagensangst, soziale Probleme und so. Und sie spielt da natürlich viel komplexer mit diesen Sätzen, das können wir jetzt nicht ausführen, sie ist ja auch von Duchamp geschult und so weiter, kommt da noch viel mehr dazu. Aber für die einfachen Passanten kann das ein Spiel sein. Und es gibt halt da eine Katze, die immer wieder ins Museum will, in der Nachbarschaft, also wir erleben das. Oder?
und sie nimmt den Genius Loki auf und spielt damit. Mhm. Und ich finde es noch schön, wenn ein Kunstmuseum außen auch noch ein bisschen fröhlich daherkommt. So. Und dann gehen wir weiter und sehen dann innen eine Arbeit von ihr, die heißt Das große Glas. Bezieht sich auf, einerseits ironisch auf Duchamp zurück, andererseits auf eine Arbeit aus unserer Sammlung, die sie ausgewählt hat. Wir laden immer wieder Künstlerinnen und Künstler ein, einzelne Werke ihrer Wahl aus der Sammlung zu interpretieren in Form einer neuen Arbeit, die dann wieder in die Sammlung kommt. Und das hat für mich eben auch mit einer Geschichte zu tun, dass sich die Sammlung selber künstlerisch fortschreibt, ohne Einfluss des Kurators, dass hier eine Künstlerin eine neue Arbeit macht auf eine ältere Arbeit in der Sammlung und dadurch ein Dialog gestiftet wird zwischen Josef Hoffmann Vase 1920 und dieser riesigen Glasarbeit von Beth News, die jetzt nochmal durch das blaue Glas ein Pendant an der Fassade bekommen hat. Also so entsteht langsam eine Werkgruppe, die ihre Geschichte hat und mit dem Ort und der Sammlung verbunden ist. Oder nochmal Richard Tuttle, der eine zweite Arbeit gemacht hat nach der grünen Schlange, die Sie schon gesehen haben. Eine Außenarbeit an einem Unort zwischen dem Treppe und dem Administrationseingang. Da würde man nie eine Skulptur hinstellen, aber genau da musste die sein und die wurde auch im Zug hergestellt. Und da kann man jetzt eine Stunde drüber erzählen, was da eine Rolle spielt alles. Verstehen tut man das vor allem, wenn man dann an der Figur vorbeigeht und in den Garten geht und sieht, da ist eine Skulptur von Fritz Wotuba, oder? Ein österreichischer Bildhauer, eine Arbeit aus den 70er Jahren, auf die sich Tuttle unter anderem auch bezieht. Er macht seine Referenz an Tuttle, den er sehr, an Wotuba, den er sehr schätzt. Daneben sehen Sie rechts eine neue Arbeit von Michael Kienzer, ein Bildhauer aus Wien, der bei einem Schüler Wotubas zur Schule ging, das ist quasi das künstlerische Großkind von Wotuba, der im Zug eine Ausstellung gemacht hat und mit dieser Arbeit, das ist die erste, die so kubisch daherkommt, auch eine Referenz zu Wotuba sucht und die Arbeit, die wir erworben haben, auch genau dort aufgestellt hat. Also so kann man jetzt langsam die Dinge zusammen lesen und es gibt eine Geschichte, die mit dem Ort zu tun hat, der Kunst und den Menschen. Und die letzte Arbeit, die dann hinter dem Museum sich befindet, in einem Park, die wir diesen Sommer gemacht haben, ist dieser Pavillon, der heißt Hütte von Thomas Schütte. Das ist ein frei zugänglicher Pavillon, den kann man nutzen, um Picknick zu machen, um Musik zu machen, um Yoga zu machen, was auch immer, oder Fußball zu spielen. Das wird alles so gemacht. Bisher ist das alles nicht angeschrieben, das ist einfach da. Das ist ein Angebot im öffentlichen Raum und wir wollen das nicht überfrachten mit Kunstbezeichnungen, sondern das ist einfach da, wird aufgenommen, die Leute machen ihre Erfahrungen damit. Ich glaube, das ist wie eine andere Form, ich sage es jetzt trotzdem, der Vermittlung von Kunst als Kunst. Nicht, dass wir immer nur sprechen darüber, aber für eine andere Öffentlichkeit, die jetzt nicht primär kunstinteressiert ist, die dann aber vielleicht doch kunstinteressiert wird und irgendwann dann doch ins Museum angelockt wird. Aber wenn Ende des Diskurses. Genau, aber wenn ich Ihnen beiden zuhöre, sind es dann schon, um das Wort nochmal zu benutzen, andere Dialoge, die man im Kunstraum führt, also man schafft andere Bezüge, eine andere Art von Komplexität und Offenheit, als jetzt, wenn man streng in einem historischen Rahmen bleibt. Also das ist eine andere Herangehensweise. Ja? Also so empfinde ich es jetzt. Micha, du guckst mich so kritisch an. Wir sind jetzt eine Stunde im Gespräch. Ich würde jetzt gerne wirklich zu Ihnen hin öffnen, wenn es Fragen gibt. Wir können ja trotzdem weiterfragen, aber dass Sie Stunden uns zuhören müssen. Gibt es denn erste Fragen zu dem, was Sie gehört haben? Juliane. Ja, Sie haben gesagt, Sie haben einen Auftrag. Aber ich habe irgendwie nicht mitgekriegt, was der Auftrag ist. Also der Auftrag ist natürlich Kunst zu sammeln und zu zeigen und zu vermitteln. Also klassische Museumsaufgaben und wir beschreiben das, welche Kunst wir wie sammeln wollen, welche Schwerpunkte, wie wir das machen
und haben eigentlich aus der Praxis heraus das so beschrieben. Oder? Und das Schöne ist eigentlich, dass die Politik diese Praxis des Museums so auch angenommen hat und unterstützt, dass wir da nicht große Diskussionen führen müssen. Das hat sich so ergeben, oder das ist gewachsen eigentlich. Und da ist jetzt aber nicht drin enthalten, dass Sie auch Kunst definieren. Nein. Das machen Sie aber selbstverständlich mit Ihrer Arbeit, oder? Genau. Also wir machen natürlich Veranstaltungen, wir machen diskursive Geschichten, wir machen Diskussionen, wir machen Kunst über Mittag, Gespräche, wir üben das ästhetische Erfahrung ein mit den Leuten im Gespräch, wir machen ganz verschiedene Dinge, aber also das sehr intensiv. Aber ich würde jetzt nicht sagen, ich möchte lieber nicht der Papst sein, der jetzt sagt, was Kunst ist. Ich glaube, die Kunst lebt ja davon, dass wir uns Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit, mit spezifischen Mitteln, mit spezifischen Materialien, Medien fragen, was ist unser Bild der Welt, wer sind wir in dieser Welt und wie kann man sich darüber Bilder machen? Wobei ich natürlich schon vielleicht einen Satz anfügen würde, genau mit dem Rekurs auf dein Boris Groys-Zitat. Es ist natürlich eine machtvolle Position, die man hat in der diskursiven Bestimmung dessen, was Kunst ist, wenn man über ein solches Haus verfügt, weil es gibt natürlich die Gatekeepers, wie man das so neudeutsch sagt, und du bist natürlich so einer, der sagt, ich mache es mit Kawamata und nicht mit jemand anderem oder so, oder ich finde den Schütte gut und jemand anderen finde ich blöd. Und dann kann man natürlich das hinterher diskutieren, aber damit ist natürlich so eine Anfangssetzung gemacht und da gibt es seit den 70er Jahren natürlich so etwas wie Institutional Critique und so weiter und so fort, die sagen, das ist vielleicht geradezu der Blind Spot, also auf der einen Seite ist das Museum der Ort, wo das alles verhandelt wird, aber sozusagen ein gewisser Schritt ist dann schon gemacht, weil nur gewisse Dinge zur Verhandlung zugelassen werden, würden jetzt vielleicht die Juristen sagen, und andere haben gar keine Prozessberechtigung. Das ist sicher so, also jede Institution hat eine Macht, diese hier auch, oder? Ja, genau. Ja. Also deswegen finde ich ganz gut, dass man das wie zum Auftrag dazu nimmt und man kann ihn sozusagen ja auch affirmieren, man kann ja sagen, es braucht ja auch die einmal den ersten Schritt wagen und sagen, ich glaube, wenn wir diese Unterscheidung fällen müssen, Kunst, Nicht-Kunst, dann entscheide ich mich dafür. Ne? Also es kann es ja nicht jeder dem anderen zuschieben wie so eine Spielkarte, die man nicht haben möchte, die man früher in der Vor-Political Correctness noch den schwarzen Peter genannt hat. Das ist, ich weiß gar nicht, wie man diese Metapher heute wählt, das darf ich mir nicht mehr sagen. Also es muss jemand das machen. Ne? Insofern ist das ein Auftrag, den man, glaube ich, auch aber affirmieren kann. Aber ich glaube, die Künstler machen nichts anderes, wenn der Richard Tuttle seinen Karton nimmt, dann übt er seine Macht als Künstler aus, um zu sagen, dieser Karton, den mache ich jetzt zu Kunst. Ja. Nur ist die Frage der Macht, also es wird uns etwas das Heft aus der Hand genommen. Ich habe ja von diesem Kunstsystem gesprochen und das war austariert, Galerien, Ateliers, Museen, Sammler, Kritiker und so fort. Das hatte in den 50er, 60er Jahren eigentlich so Bestand, aber in den letzten Jahren ist der Markt so stark geworden, dass die Museen daneben nicht bestehen können. Wenn es die Galerien, große Galerien, nicht nur große, sondern mittelgroße, einen Personalbestand haben, der ein Museum bei weitem übertrifft und damit auch eine Handlungsfähigkeit, eine Schlagkraft entwickeln, dann ist es nicht mehr so klar, dass die Museen sagen, was die Sache ist, sondern das verschiebt sich jetzt plötzlich auf ein anderes Gebiet. Der Markt war immer da, der Markt ist okay, aber der Markt hat jetzt plötzlich mehr Macht gewonnen als die Institutionen. Mhm. Und dann ist das dieses Sagen, ja, was ist denn Kunst, da haben die Museen dann plötzlich gar nicht mehr viel dazu zu sagen. Dazu kommt, dass viele Museen unterfinanziert sind, dass große Galerien die Ausstellungen finanzieren und damit auch sagen, was gezeigt wird. Da gibt es viele Beispiele, das sage ich jetzt also nichts Unwahres, Sammler auch und so weiter. Also das mit der Macht ist so eine Sache. Ja, klar. Und dieses System ist nicht mehr so ganz fein austariert, wie es Welche Rollen, weil wir sie jetzt gerade hatten, die Art Basel, spielen diese Kunstmessen? Der Amann meinte, es gibt Kunstmessen Kunst, also die produzieren eigentlich ihre eigenen... Wir müssen jetzt über das Ausstellen von Kunst und Kunstmessen sprechen. Ja. Wenn wir jetzt das Thema Kunstausstellung haben, das wäre dann noch ein interessantes Thema. Aber ich meine, dass die Kunst auch eine Ware ist,
die Geschichte ist so alt wie die Auffassung der autonomen Kunst, dass sich die Künstler selbstständig gemacht haben, von ihren Auftraggebern etwas Betriebe waren, die etwas hergestellt haben, das verkauft wurde, das sich durchgesetzt hat, das eine Preissteigerung erfahren hat, das und so weiter. Also aber wir sollen jetzt nicht so weit von Kunstausstellen weggehen. Weil genau, aber ich wollte das nur sagen, also so ganz neu ist das nicht. Oder? Es, ist, es hat einfach extreme Dimensionen angenommen, aber dass Kunst auch eine Ware ist, das ist, das okay. ist ein Topos. Gibt es noch Fragen Ihrerseits? Dann. Ja, ich habe schon noch eine Frage. Ja? Nur also, zu? Wenn da so was Neues, die Macht der Galerien, wenn die da jetzt sich so aufbläht, dann ist es doch wahrscheinlich eine kluge Sache, wenn die Museen für sich was Neues entdecken. Museen sind nicht, die Museen können nicht entdecken, die Museen sind angewiesen darauf, dass es Galerien gibt, dass es Scouts gibt, die überall da sind, weil wir können schlicht und einfach nicht überall sein. Auch der Blitzkurator, der heute in Shanghai ist, morgen in Tokio, übermorgen in Los Angeles, auch er hat nicht alles gesehen. Mhm. Aber die Museumsleute schon gar nicht. Wir haben, deshalb habe ich das vom System erzählt, dass wir sind darauf angewiesen, dass es funktioniert, dass der Informationsfluss da ist, dass wir uns auf Leute verlassen, andere hören wir weniger gern, aber wir müssen darin funktionieren und daraus unsere Auswahl treffen. Und das geht nicht anders. Wir können nicht einfach entdecken. Das wäre ein, glaube ich, eine falsche Auffassung dessen, was ein Museum zu tun hat oder tun kann, überhaupt aber, zu tun vermag. Also ich stimme dir zu, wenn es um das Neue geht. Man kann aber auch wieder neu entdecken. Eben, das meine ich. Ich meine nicht unbedingt, wie jetzt gerade nach also neuem Suchen. Weil so schnell wie alles geht, so schnell ist es ja bekanntlich auch wieder vergessen und entsorgt, oder? Und dann ein kleiner Teil kann dann aus einer gewissen zeitlichen Distanz wieder neu bewertet und neu entdeckt werden. Und das ist ja auch eine gewisse Tragik, also ich stelle das in der Schweiz jetzt fest, in meinem Umfeld, wie viele Künstlernachlässe dann verwahrlosen und irgendwann geschreddert werden. Und da gibt es substanzielle Dinge. Und dann ist die Frage, habe ich den Mut, jetzt kommt wieder die Macht, habe ich den Mut zu sagen, dieses Werk, das keinen Marktwert hat, von einem No-Name ist, eine Qualität hat, die wir gerne im Museum in der Sammlung haben. Und das ist für mich eine andere Form, auch quasi mit wenig finanziellen Mitteln an gute Arbeiten zu kommen und einen Beitrag zu leisten für das kulturelle Erbe. Ich sage es jetzt mal so, jetzt sind so die 50er, 60er Jahre sind jetzt dran, oder? Und da sterben die Leute reihenweise. Und viele Museen haben kein Interesse daran, weil man nicht im Diskurs sich befindet gegenwärtig damit und es den Mut braucht, sich auch für so etwas Unattraktives, aber Wertvolles einzusetzen. Und ich hatte kürzlich eine Ausstellung mit Skulpturen aus der Sammlung und da ist eine Dame aus Berlin gekommen, ich sage jetzt nicht, wer es war, die auch täglich unterwegs ist auf der ganzen Welt in Sachen Kunst. Und die dann gesagt hat, sie hätte noch nie so viele interessante Arbeiten gesehen von Künstlern, deren Namen sie noch nie gehört habe. Und das zeigt eben auch, wie unser System funktioniert. Mhm. Also wie der Zeitgeist und Moden funktionieren und dann Dinge irgendwie aus dem Raster fallen. Vielleicht die Karriere nicht geglückt ist, aus verschiedenen Gründen, aber trotzdem ist Substanz entstanden. Und ich habe letzte Woche jemanden kennengelernt, in meiner Stadt, eine ältere Dame, die hat jetzt in aller Stille wunderbare Arbeiten gemacht. Und ich mache natürlich mit ihr eine kleine Ausstellung nächstes Jahr. Also, weil wenn man als Museum die absolute 100% die Macht des Marktes akzeptiert, dann hat man ja wirklich keine Daseinsberechtigung, genau. Da kann man sich ja abschaffen. Also da muss ja irgendwas sein. Und ein zweiter Punkt, der mir auch wichtig ist, wurde angesprochen, das Interdisziplinäre. Ich finde halt heute auch sehr interessant diese Zwischenbereiche der verschiedenen Künste, oder? Ich finde sehr interessant, wenn wenn Fritz Hauser als Schlagzeuger im Kunsthaus eine Ausstellung macht. Ist das jetzt Kunst? Vielleicht
gelingt es und es ist vielleicht auch nicht, ich weiß es vorher nicht, da muss man zuerst die Ausstellung machen. Da muss man darüber nachdenken, sich damit auseinandersetzen und zum Schluss eine Antwort finden. Und die kann so oder so sein. Oder was heißt das mit der Christa de Garouche, wenn die am Ende ihres Lebens im Kunsthaus mit ihren Kleidern eine Ausstellung macht? Natürlich nicht auf Puppen, sondern installativ. Ist das jetzt Kunst oder ist es keine? Und das ist natürlich ganz bewusst an einem Punkt angesiedelt, wo es auf der Kippe ist. Man kann es so interpretieren oder so. Aber man diskutiert darüber. Und das finde ich dann interessant. Und das sind dann auch Persönlichkeiten, für die natürlich so eine Ausstellung was ganz anderes bedeutet, als für jemand, der 30 Ausstellungen im Jahr macht. Weil das ist dann die einzige vielleicht. Und da beginnt auch was Neues. Also die können dann auch Neuland betreten. Und das finde ich auch immer wieder mal spannend, das zu versuchen. Aber wahrscheinlich arbeiten Sie ja als Museen sehr intensiv mit bestimmten Sammlern zusammen. Also das ist ja in der Natur der Sache. Was ist eigentlich jetzt Ihre Erwartung an so ein Haus wie Neiss? Also was müsste aus Ihrer Sicht ein solches Künstlerhaus leisten, um Dinge zu generieren, die potenziell in Ihre Sammlungen nicht nur aufgenommen werden könnten? Also was hätten Sie an Fragen an uns, an ein Künstlerhaus wie Neiss, was wirklich harte Basisarbeit macht? Wir schreiben aus, bei uns kann sich jeder bewerben. Ich glaube, mehr an den Wurzeln von Kunstproduktion kann man gar nicht dran sein, wie wir es im Moment sind. Und haben Sie Fragen an uns, beziehungsweise welche Erwartungen haben Sie an ein solches Haus? Bei mir hat noch nie ein Kunstmuseumsdirektor angerufen. Schwab, erzählen Sie mir doch mal, wer ist gerade am Haus, was gibt es für Arbeiten? Deswegen, ich frage jetzt mal so zurück. Was müssten wir aus Ihrer Sicht leisten? Ich glaube, die Künstler, die tätig, also aber ich nehme das heraus, ohne es überhaupt zu kennen. Ja? Das ist eine so weite Spanne zwischen dieser Produktion und dem, was ein Museum ist. Dazwischen gibt es so viele Stufen wie Galerien, Ausstellungen, alles mögliche, Kunsthallen, und das Museum ist jetzt nicht der direkte Partner davon, sondern diese Stufen sind wichtig, dass der Zugang zu diesen Stufen vielleicht geschaffen wird, oder Kontakt mit diesen Stufen, dass hier ein Diskurs geführt wird, aber das Museum ist irgendwie weit weg davon. Aber wenn ich reagiere jetzt nur darauf, wenn Kunstmuseen quasi angesichts des blühenden und sich immer weiter ausdifferenzierenden, immer mächtiger werdenden Kunstmarktes in die Ecke gedrängt fühlen. Und wir sind nicht in die Ecke gedrängt. Nein, okay, nein. Dann habe ich das falsch interpretiert. Wir tun schon, was wir wollen. Okay. Aber nein, ich sage, das ist frech. Nein, so ist es nicht. Aber das muss eben, wie gesagt, in diesem speziellen Museum muss das auch eine richtige Funktion haben, muss das Richtige sein, dass nun klein ist oder groß, das spielt eigentlich keine Rolle, was muss da gesetzt sein, und deshalb kann ich nicht so allgemein auf diese Frage antworten. Also ich hätte eine Idee, also ich würde zum Beispiel sehr, sehr gerne mal eine Sammlung für Neiss aufbauen, mit Hilfe von Museen in der Schweiz, weil es gibt keine Neiss-spezifische Sammlung, aber Neiss produziert seit 30 Jahren, wird hier Kunst produziert. Viele Leute, die hier anwesend waren, haben im Nachgang Arbeiten erstellt, die hier entstanden sind. Und natürlich könnte man über diese 30 Jahre und die Tausenden von Künstlern, die hier waren, vielleicht mit einem Museum eine sehr interessante Sammlung zusammenstellen, die ihrerseits wieder in andere kunsthistorisch interessante Kontexte gestellt wird. Also mir würde schon was einfallen. Sagen wir vielleicht eine Ausstellung, vielleicht nicht eine Sammlung, vielleicht eine Ausstellung über das, was geschehen ist. Ja. Dafür gibt es ja in Chur ein Museum. Und das Museum in Chur ist verantwortlich für das, was in diesem Kanton geschieht. Und die sind auch regelmäßig bei uns in der Jury mit vertreten. Aber gut. Ich habe eine Künstlerin ausgestellt, die nachher hierher gekommen ist. Freut uns sehr. Das umgekehrte Rollenverteilung. Die in Berlin einen Preis bekommen hat, okay, und dann bei uns ausgestellt hat und dann hierher gekommen ist. Eine Polin, eine junge Frau. Okay, okay. Können wir nachher nochmal vertiefen. Sehr schön. Michael, gibt es deinerseits an deine Freunde noch innerhalb des Kontextes von heute Abend Fragen, die dich bewegen? Du bist ja der Initiator der Runde. Ja, vielleicht eine, die aber ein bisschen vielleicht die Brücke schlägt zwischen Kunst machen und Kunst ausstellen. Einfach weil ihr zwei
eben auch sozusagen Experten für Künstlerfreundschaften seid. Ne? Würde mich interessieren, weil, also insbesondere bei dir, Dieter, die Aufmerksamkeit, du hast ja auch diese Epoche jetzt mehrfach genannt, so irgendwie den Zeitraum, der irgendwann in den 50er Jahren beginnt und irgendwo in den 80er wieder endet oder so. Das ist ja auch eine Zeit, in der, also die man vielleicht mal so pauschal als so etwas wie die Neo-Avantgarde oder so bezeichnen kann. Egal welchen Terminus man der Welt, aber aus meiner Perspektive ist es eine Zeit, in der die Künstlerinnen und Künstler eine ganz besonders wichtige Stimme hatten in der Aushandlung dessen, was am Ende des Tages Kunst war. Es gab ja auch ganz viele, um die du dich explizit auch besonders kümmerst und die dich interessieren, die eine Doppelidentität haben. Sie haben eine sehr sozusagen klare Handschrift als Künstler, Künstlerin entwickelt und andererseits waren sie auch Autoren. Na, zum Beispiel gehören sie ins Umfeld von Artforum, was ausdrücklich eine Zeitschrift war, die auch die künstlerische Artikulation fördert oder so. Ist es eine Epoche, die vergangen ist? Ist das sozusagen in diesem, manchmal, wenn wir jetzt so diskutierten, haben sich die Gewichte verschoben und so weiter und so fort. Jetzt haben wir ein bisschen von Museen und Markt gesprochen. Mich würde noch interessieren, wo sozusagen heute die herausragende Künstlerpersönlichkeit in diesem Konzert ist. Ist sie eher, also muss man sich da keine Sorgen machen, so platt gesagt, oder ist da ein Stück weit der, wenn wir schon diesen Terminus der Macht gebrauchen, der diskursiven Macht sozusagen weggerutscht von den Künstlern und andere Kräfte bestimmen es stärker. Also es könnte ja sein, dass bei den Persönlichkeiten, mit denen ihr sprecht und die ja auch schon lange dabei sind und so weiter und so fort, entsprechende Klagen zu hören wären oder entsprechender Optimismus herrscht oder so. Das würde mich sozusagen, das ist eine ganz naive Frage. Ich habe da sozusagen kein Hintergedanken, sondern ich glaube, dass sich das gewandelt hat, aber ich bin mir da nicht so sicher. Ja, die Künstler der 60er Jahre hatten die Chance, die Kategorien der bestehenden Kunst in Frage zu stellen und versuchen, Dinge zu formulieren, die sich außerhalb dieser Kategorien stellten. Das ist eine historische Chance. Sie konnten Antworten auf das, was in der unmittelbaren Nachkriegszeit, vor allem in den USA, geschehen war, mit dem abstrakten Expressionismus, die bestehende Kunst lesen und versuchen, etwas ganz Präzises zu tun. Und da konnte man dann Spezialitäten entwickeln. Man konnte zum Beispiel nur mit Fluoreszenzröhren arbeiten oder nur mit Sprache arbeiten oder nur dies oder jenes tun. Sich eine Spezialität raussuchen und damit etwas konstruieren, was eine bestimmte neue Entität war, die sich den bestehenden Definitionen entzog. Und ich habe den Eindruck, dass dieser Vorrat ausgeschöpft ist, etwas ausgeschöpft ist, weil in den 60er, 70er Jahren war das ja von einer Dichte, dass die Dinge aufeinander antworteten. Der eine tat dies, der andere antwortete darauf, das geschah von Ausstellung zu Ausstellung sozusagen, von Galerie zu Galerieausstellung zu Galerieausstellung. Und diese Intensität hat sich in einem gewissen Moment offenbar erschöpft, weil die Künstler mit der Zeit auch einen bestimmten Stil entwickelt hatten, der dann wieder gemäßigter war. Und es kann nicht in jedem Jahrzehnt oder in jeden 20 Jahren so etwas geschehen. Es ist einfach nicht möglich. Diese Dichte konnte erreicht werden, vielleicht in einem bestimmten Moment im 19. Jahrhundert, dann wieder von 1907 bis 1914, dann wieder vielleicht von 1944 bis 1949 und dann wieder von 1960 bis 1977, 78. Aber das kann nicht immer so sein. Und ich glaube, seither ist das große Problem, dass die Kunst sozusagen, die Gesellschaft hat sich die Kunst angeeignet. Die Gesellschaft hat versucht, daraus etwas Brauchbares zu machen. In den 60er, 70er Jahren war das vollkommen unbrauchbar, wenn jemand Fluoreszenzröhren an die Wand montierte oder Wörter auf die Wand schrieb, die etwas Bestimmtes umschrieben, als Kultur umschrieben. Und diese Brauchbarmachung, diese Instrumentalisierung und dann in der Folge die Verschulung, die Idee, dass man Künstler schulen kann, dass man Künstler heranbilden kann, eine völlig irre Idee eigentlich, dass man so etwas, wie, dass man das Unfassbare, das Unkategorielle schulen kann, das kann ja überhaupt nicht sein. Dass mehr und mehr alle Eigenschaften der Kunst sozialisiert wurden. Und das hat der Kunst den Nährboden entzogen. Und darum sehe ich das jetzt etwas pessimistisch. Wir müssen warten, bis diese Welle wieder mal vorbei ist. Und wie gesagt, es kann 20 Jahre dauern oder mehr. Aber irgendwann muss etwas sich entstehen, was außerhalb dieser
gesellschaftlich in dieser Sozialisierung der Kunst wieder geschieht. Das braucht ein bisschen Geduld. Ist aber jetzt sehr spannend, dass Sie das als ehemaliger Museumsdirektor so formulieren, weil wir hatten am Freitag hier, wie gesagt, zwei Kunstprofessoren, wo wir genau dieses Thema versucht haben zu erörtern gemeinsam. Ist dieser Wahnsinn an Ausbildung, ja, an Verindustrialisierung auch, ja, künstlerischen Handelns, weil wir ja auch damit hier in Neiss konfrontiert sind, dass Sie jetzt da so eine fast radikale Position haben, die ich persönlich sehr gut teilen kann, weil sie auch eher meinen Erfahrungshintergründen entspricht, dass man ein bestimmtes Talent nicht herbeischulen kann. Und im Prinzip war es dann auch in unserer Diskussion erkennbar von 20 Leuten, die unterrichtet werden, wie viele schaffen es am Ende, ja, und halten auch die Lebensweise, die dazugehört, durch. Also das finde ich jetzt sehr bemerkenswert. Ja. Im Kontext dessen, wie sehen Sie eigentlich diese Digitalisierungswelle, die auf uns zukommt, genauso kritisch? Ja? Hat ja jeder sein eigenes... Tun. Wie gesagt, ich hatte es wie gesagt, die Kunst ist etwas Materielles. Wir kommen nicht darum herum, dieses unglaublich Materielle. Und kann ich doch noch ein Bild zeigen dazu? Ja, ja. Das war die Ausstellung von Joel Shapiro 2017 und in dieser Ausstellung kam dieses Werk an, das waren vier Bretter. Und diese vier Bretter wurden ausgepackt und lagen da schön in ihrer Verpackung auf dem Boden. Und dieses Werk war vielleicht 8 Jahre vorher in einer Galerie in New York gezeigt worden, die hat aber andere räumliche Verhältnisse. Und Joel Shapiro sagte mir dann, also jetzt, was machen wir jetzt? Und man musste irgendwo beginnen. Das oberste Brett war dann das logischste. Aber damit, ein Brett hat 3 Dimensionen und der Raum, in dem es eben montiert werden sollte, hat auch 3 Dimensionen. Und wo im Raum verortet man dieses erste Brett, weil man weiß, dass noch 3 weitere kommen, die damit irgendwie in Bezug gebracht werden müssen. Und nun sind wir nicht am Computer, wir sind eben nicht in der digitalen Welt, wo man einfach im Computer mit dem Cursor das Brett an seinen Ort schieben und verankern kann, sondern muss ein Mann auf dem Gerüst stehen, lehnt sich raus und hält das Brett, ein anderer muss auf der anderen Seite stehen, man muss eine Schraube in die Wand drehen und man muss sagen, jetzt ist das gut, okay, dann gibt es 2 weitere Schrauben, damit das Brett ja eben, wir haben 3 Dimensionen, Bilder an die Wand hängen ist einfach, aber 3 Dimensionen ist ziemlich schwierig, sich vorzustellen, was das bedeutet. Dann die 2. Schraube und die 3. und das Brett konnte sich dann so irgendwie im Raum drehen. Dann war das 2. und eben Joel Shapiro hat wieder gesagt, wie machen wir jetzt? Wir haben versucht, den Ort zu finden aufgrund der Fotos, die da waren, aber es war eine andere Situation, das 3. und das 4. Und das war wirklich interessant, weil das Werk entstand nicht neu, sondern das Werk gab es, aber das Werk musste definiert werden in einem bestimmten Raum. Und eben ein Raum ist ein Raum und das ist etwas, was Kunsthistoriker wirklich begreifen müssen. Wir arbeiten mit Büchern, mit PowerPoint, wir arbeiten mit Bildern, aber der Raum ist etwas vollkommen anderes. Der hat eben seine 3 Dimensionen und man macht sich da wirklich, man muss das lernen zu sehen, wie sich das Ding bewegen, dass man sie von allen Seiten sehen kann, dass eben alles Ansichten da sind. Und diese 4 Bretter, die alle in diesem Raum ihre Position haben mussten, das hieß dann eigentlich nicht das Werk neu herstellen, aber das Werk platzieren, das Werk lesbar zu machen, so etwas zu machen, zum Leben zu bringen. Das meine ich mit diesem so blöd Materiellen, das unglaublich anstrengend ist, einen Tag wird vielleicht benötigt, um sowas zu machen. Und in der digitalen Welt geht es alles so leicht. Und weil es so leicht geht, ist es so langweilig. Es hat keinen Widerstand. Es ist nichts, was man sehen kann. Und da wird man zum Sehen herausgefordert. Der Künstler, alle die Handwerker und der Museumsdirektor, alle müssen schauen, stimmt das jetzt wirklich? Und alle haben eine Stimme. Und alle haben ihre Stimme auch gut abgegeben. Ja, bitte. Ja, Entschuldigung, ja, ganz kurz. Aber bitte, die Dame zu. Die Digitalisierung der Kunst, sagen wir mal, ein bisschen in den Fokus bringen. Es gibt ja wirklich, man muss ja sehr klar unterscheiden zwischen Digitalisierung des Marktes und der Digitalisierung der Kunst. Also nicht, dass man jetzt beides auf langweilig runterbricht. Ich glaube, es braucht das eine, das andere ist eine Geschmackssache. Und wenn die Kunst jetzt digitaler gibt, gibt es ganz viele neue Optionen, jetzt Kunst zu machen, zu erschaffen, zu sehen. Und Digitalisierung des Kunstmarktes wäre dann mehr die Machbarkeit, Kunst jetzt an neue Leute ranzubringen. Also hier ist nur der Unterschied zwischen zwei. Also, vielen Dank.
Darf ich noch schnell etwas ergänzen? Gerne. Also ich finde das sehr schön, was Dieter gesagt hat. Was ich glaube auch aus deinen Worten herauskommt, ist ja, dass das Museum über seinen leeren Raum, den man dann eben spielt, auch ein Freiraum ist. Also ich glaube, das reizt ja auch die Künstler, einen Freiraum zu haben. Und ich glaube, das ist auch für mich eigentlich ein Antrieb, die Ausstellungen so zu machen, auch in der Abfolge, dass für die Leute es immer wieder eine Überraschung ist, wenn sie ins Haus kommen und sie sehen wieder die Räume anders. Das kann von einem zeitgenössischen Künstlerin oder Künstler sein, das kann die Sammlung sein, die irgendwie ganz anders daherkommt und so weiter. Also dasselbe ist eigentlich immer wieder was anderes, wenn Sie von Theater sprechen, das hat ja auch was von einer Bühne, die sich verwandelt und so. Das meine ich jetzt nicht im theatralischen Sinne, aber also dieser Freiraum, der immer wieder eine andere Anmutung, eine andere Gestalt, eine andere Inhaltlichkeit bekommen kann. Das ist, und das Zweite ist jetzt noch zu dieser Situation heute. Ich glaube, die Perioden, die du genannt hast, das waren ja immer gesellschaftlich relevante Phasen des Umbruchs. Also da war immer Widerstand da. Und gegen diesen Widerstand der Gesellschaft haben sich die Künstler und Künstlerinnen aufgelehnt. Oder sie haben ihm etwas versucht entgegenzuhalten. Etwas, was für sie mit der Zeit, mit einer angemessenen Form der gesellschaftlichen Lebens, der Erfahrung und so weiter, auch der Politik zu tun hat. Also diese 60er-Jahr-Kunst, auch wenn es nur Röhren waren, das war natürlich auch politisch. Ohne politisches Statement, aber das war im Kontext natürlich auch eine radikale Form der Behauptung, dass eine Neonröhre, die man aus einer Wohnung nimmt und ins Museum oder in die Galerie tut, dass das Kunst ist. Und Anfang Jahrhundert dasselbe, 20. Jahrhundert. Und insofern bin ich eigentlich sehr optimistisch, weil es gibt immer wieder Widerstände zu überwinden und das Bedürfnis, wieder Freiheiten zu bekommen. Und das Museum sollte als Institution daran denken, dass sie eben auch ein Freiraum ist. Und dass sie nicht nur ein Palast ist und dass es auch nicht nur ein Safe ist und ein Monument oder ein Kastell, oder eine übertriebene Kirche oder sowas, sondern dass es ein Freiraum ist. Und zu diesem Freiraum gehören einfach auch die Menschen. Du hast von Lesen gesprochen zum Schluss. Lesen braucht einen Leser oder eine Leserin. Und das ist auch eine Form von Sprache, auch wenn sie nonverbal ist. Und zum Sprechen und Lesen gehört für mich ganz wesentlich der Dialog. Der Dialog zwischen Werk und Betrachtenden, der Dialog zwischen dem Betrachtenden und der Institution, der Betrachtenden untereinander, der Künstlerin mit dem Publikum. Und wenn ich etwas von den Russen gelernt habe, die in einer Diktatur gearbeitet haben, dann war es die Wichtigkeit des Dialogs. Und aus dem Dialog Kunst zu machen und Kreativität. Und nicht nur im Monolog. Und wenn so ein Ort vielleicht sowas leisten kann oder Veranstaltungen wie heute, dass man ins Gespräch kommt und Dinge versucht zu ergründen im Gespräch, sich gegenseitig auch füreinander interessiert und einander nicht nur als Konkurrenten in einem Karrieresystem sieht, dann kann vielleicht diese Freiheit auch produktiv werden. So. Wir machen jetzt einen vielen Dank für das schöne Schlusswort, wobei mich noch sehr interessieren würde, welchen Museumsneubau wir nicht verpassen dürfen. Wir haben ja jetzt in der Stadt Zürich einen neuen und wie da Ihre professionelle Haltung zu ist. Aber das können wir auch gerne vertiefen im Parkett, weil der Abend hat eigentlich einen zweiten Teil. Es gibt jetzt einen kleinen Apero für alle Anwesenden, weil wir gerne möchten, dass Sie auch direkt miteinander in Diskussionen kommen können und ins Gespräch. Genau. Dann würde ich sagen, schließen wir das für den Moment hier oben ab. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und hoffen, dass wir jetzt noch in schöne, illustre Einzelgespräche und Runden kommen. Ja? Danke. Vielen Dank für Ihren Besuch und vielen Dank für Ihr Interesse. Ja? Gut. Also.
schon lange.